Ja, passt es jetzt so von der Einstellung her? Also ich finde es super, alles schön zu sehen, Hintergrund passt, toll, echt. Aber was ist mit euch? Ah, jetzt passt es. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Buchgeplauder Frühlingsausgabe. Zum dritten Mal jetzt unser Buchgeplauder schon in dieser Form per Video. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das so oft in dieser Form machen. Aber es ist, wie es ist. Dieses Mal ein bisschen später, als man es sonst so gewöhnt ist, das Frühlingsbuchgeplauder. Aber wir mussten erstmal nochmal alle abwarten, bis der Friseur wieder offen hatte, uns ein bisschen schick machen für sie. Jetzt keine großen Veränderungen, einfach ein bisschen Spitzen schneiden, dass wir einfach uns vor der Kamera gut präsentieren können und uns wohlfühlen. Wir haben wieder viele schöne Bücher für Sie rausgesucht, Bücher, die uns allen sehr am Herzen liegen, die uns viel Freude gemacht haben. Und bevor wir jetzt noch weiter groß drauf losreden und uns verhaspeln und 23 Takes für die Einführung brauchen, legen wir einfach los mit dem ersten Buch. Ist halt so, wie frühlinghaft ich das Grün immerhin. Ja, vorne sprichst und wir sind hier gerade so. Astrid Rosenfeld, Die einzige Straße. Dieses Buch ist eigentlich wieder so ein ganz, ganz klassisches Astrid Rosenfeld-Buch. Ihre Schreibart zeichnet sich immer dadurch aus, dass sie viel der Geschichte über die Schreibart, über den Aufbau des Buches und anhand der Figuren erzählt. Es sind immer relativ dünne Büchlein auch, wie man sieht, aber es steckt unglaublich viel drin. Wir befinden uns in einem Bungalowpark im Greensville County, Virginia. Und eigentlich hatte James P. Morgan vorgehabt, dort ein Hotel zu erbauen. Diese Bungalows sollten eben die einzelnen Zimmer sein. Aber das ist nicht so geglückt, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist jetzt nicht der große Hotelier, er ist jetzt Hausmeister und hat diese Bungalows günstig vermietet. Und in diesen Bungalows wohnen jetzt unsere ganz, ganz unterschiedlichen Figuren. Wir haben zum einen, wie gesagt, James P. Morgan, Hausmeister, Hausverwalter. Er kümmert sich um alles, wenn irgendwas kaputt ist. An ihn kann man sich wenden mit all seinen Problemen. Dann haben wir eine vierköpfige Familie. Vater Stanley, er ist ja, dem Alkohol nicht abgeneigt. Er ist momentan arbeitslos. Er sagt, er kann sich aber jetzt gerade auch keinen neuen Job suchen, denn er ist gerade ganz, ganz tief drin in einem Talentwettbewerb, einem Gesangswettbewerb. Und den wird er gewinnen. Das Preisgeld sind einfach 5000 Dollar und mit denen wird er dann sein nächstes großes Business aufziehen. Und deswegen, Jobsuche ist momentan halt einfach ein bisschen schwierig. Er muss sich voll und ganz auf diesen Wettbewerb konzentrieren. Seine Frau Diane, ja, die lebt eben mit diesem Mann, hat deswegen schon so alles an ihren Hoffnungen und Träumen eigentlich aufgegeben, was sie jemals hatte. Früher hat sie sich noch ein bisschen trösten können. Ja, sie hat ja zumindest die Liebe, aber diese Gefühle, wenn sie Stanley jetzt ansieht, sind auch nicht mehr ganz so präsent. Die beiden haben zwei Kinder. Wir haben einmal Jackie. Jackie ist 13. Sie ist übergewichtig. Sie ist unbeliebt. Und sie soll jetzt bei diesem Talentwettbewerb auch mitmachen, also als Background-Tänzerin. Ja, der Vater hat eigentlich die Nachbarin aus dem anderen Bungalow gefragt, aber die hat keine Zeit. Deswegen muss Jackie jetzt hierher halten. Und dann haben wir noch Gene. Gene ist der jüngere Bruder. Er ist eine Nervensäge sondersgleichen. Ist jetzt nicht gerade der große Unterstützer in diesem Vorhaben beim Talentwettbewerb, sondern lacht sich eher kaputt bei den Proben. Und sein großes Ziel ist es, später mal Spion zu werden. Das heißt, er hat ein Auge auf alles. Er beobachtet alles, was hier vor sich geht. Im nächsten Bungalow haben wir Rachel. Rachel ist eine Kellnerin. Sie ist nach einer unglücklichen Liebe aus LA geflohen. Ja, unglückliche Liebe, das kann man jetzt relativ definieren, denn sie hat einfach einen jungen Mann in der Bar kennengelernt, wo sie gearbeitet hat. Die beiden haben sich gut verstanden, haben viel getrunken, sind dann miteinander nach Hause gegangen. Dort ist jetzt nichts passiert. Der junge Mann war zu betrunken, aber er hat ihr versprochen, am nächsten Tag fahren sie gemeinsam an den Strand. Ja, sie wacht auf am nächsten Tag, er ist weg und die Nummer, die er ihr gegeben hat, da reicht sie jetzt auch nicht mehr.
Dieser junge Mann ist mittlerweile ein relativ erfolgreicher Schauspieler, der das nicht ganz so begeistert aufnimmt, dass Rachel ihm auflauert, bei ihm im Garten auftaucht, also ihn regelrecht stalkt. Und auch in der Presse ist sie nicht besonders gut weggekommen dadurch. Deswegen hat sie einfach die Flucht nach vorne, beziehungsweise nach Greensville County, Virginia, angetreten. Ein weiterer Bewohner des Bungalowparks ist Greg. Er ist Vietnam-Veteran, hat davon diverse Traumata mitgenommen. Und an seiner Seite ist Lupe. Lupe ist ein Chihuahua. Er ist jetzt eigentlich nicht der tierliebste Mensch, aber er hat Lupe im Müll gefunden und beschlossen, sie dann doch zu retten. Und dieser Hund kann einen wunderbaren Trick. Also wenn man Musik anmacht, bevorzugt gerne Shakira, dann kann Lupe tanzen. Dann haben wir im nächsten Bungalow die zwei Schwestern Molly und Carol, beide schon etwas betagter. Die beiden haben auch eine ganz interessante Dynamik untereinander. Also Carol ist schon sehr herrisch, sehr bevormundend und sie schafft wirklich an, was in diesem Bungalow passiert. Und sie halten sich auch ein bisschen fern von den anderen Nachbarn dort. Und dann haben wir noch Brianna. Brianna ist Stripperin. Sie hat so eine lockere Beziehung mit dem Besitzer des Clubs, in dem sie arbeitet. Er ist eigentlich Hals über Kopf in sie verliebt. Er bietet ihr mehrmals an, sie doch zu heiraten. Sie kann doch zu ihm ziehen. Er hat ja auch ein Haus mit Pool. Auch dazu würde er sie unterstützen mit ihrem Sohn Travis. Travis ist auch im schlimmsten Teenageralter. Und er ist ein ziemlicher Einzelgänger. Seine beiden Freunde, die nicht der beste Einfluss auf ihn waren, sind beide weggezogen, sind nach Florida gezogen. Und seitdem kann er eigentlich noch weniger mit seinen Emotionen umgehen. Es ist zum Beispiel auch so, dass Brianna eines Tages mit Travis zusammen in den Supermarkt geht und sie bietet ihm an, er darf sich irgendwas aussuchen, was er möchte. Sie möchte ihm was Gutes tun. Ja, und mit was kommt Travis wieder? Mit einer Axt. Also alles ganz, ganz verschiedene Figuren in verschiedenen Phasen ihres Lebens mit verschiedenen Problemen, die sich alle untereinander mehr oder weniger kennen, mehr oder weniger eng verbunden sind, wie es einfach in der Nachbarschaft so ist. Und diese Personen dürfen wir jetzt einfach für eine Zeit lang begleiten. Also wir werden reingeworfen in dieses Leben und werden am Ende dann wieder rausgenommen. Die Situation ist oft ziemlich trist, tragisch, hat auch was sehr Voyeuristisches. Natürlich kratzt man bei all diesen Leben nur an der Oberfläche ein bisschen. Also wenn Sie jetzt jemand sind, der Geschichten braucht, die einen klaren Anfang haben, eine stringente Handlung und dann am Ende ein Ende haben, das sich wo sich dann komplett alles auflöst, dann ist dieses Buch vielleicht nichts für Sie. Aber wenn Sie einfach mal ein bisschen andere Bücher mögen, die von den Charakteren leben, von ihren Eigenheiten leben, dann ist dieses Buch wunderbar. Das Einzige, was ich zwischendrin immer mal wieder hatte, es ist halt ein sehr, sehr dünnes Buch. Das heißt, es werden auch manchmal Sachen angesprochen oder Sachen reingebracht in dieses Buch, die das realistischer machen sollen, einfach wie diese Personen auch sprechen, was sie sagen, ist natürlich auch oftmals ein bisschen klischeebeladen und nachdem das Buch halt so dünn ist, bleibt relativ wenig Platz da, mehr drauf einzugehen oder das einzuordnen. Aber bringt natürlich so durch wieder noch mehr Diskussionspotenzial rund um dieses Buch. Also, Die einzige Straße von Astrid Rosenfeld. Okay, passt. Silke, Outtakes sind immer gut. Also wenn du eine Song-Einlage bringen möchtest, besser nicht. Du weißt, ich brauche Übergänge. Man muss seine Grenzen kennen und akzeptieren. Die Katzen von Shinjuku von Dorian Tsukigawa. Angesiedelt ist die Geschichte in Tokio Ende der 80er Jahre. Wir treffen hier auf Yama. Yama ist ein junger Mann, Anfang, Mitte 20. Schon während seiner Studienzeit hat er sich sehr für Kino und Theater interessiert. Er hat Drehbücher verfasst, er hat kleine Filme gedreht. Der große Traum ist einfach zu schreiben, Drehbuchautor zu werden oder irgendwas in dieser Richtung. Als er eines Tages das Jobcenter der Uni besucht und sich dahingehend auch informiert, wo er sich anmelden kann, findet er Formulare, in denen steht jeweils drinne, dass Farbfehlsichtige vom Eignungstest ausgeschlossen sind. Das ist jetzt ein harter Schlag für ihn. Er ist rot-grün-blind, ein Umstand, unter dem er schon seit seiner Kindheit leidet. Und er ist nicht der Kämpfertyp. Er sieht sich als Außenseiter, er ist eher schüchtern. Ein anderer hätte vielleicht gesagt, ist mir doch egal, was da steht, ich probiere es einfach. Für Yama war es ganz klar,
Der Weg ist für ihn ausgeschlossen. Seitdem lebt er mehr schlecht als recht, hält sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Er arbeitet zum Beispiel für eine Nachrichtenagentur, schreibt hier kleine Beiträge, aber eben auch als Fernsehautor für eine Agentur, die Quizfragen an andere Fernsehsender verscherbelt. Das sieht dann so aus, er kriegt einen Auftrag, er soll 100 Quizfragen zusammenschreiben und dann wird eben entschieden, wie viele davon gekauft werden. Das letzte Mal wurde einzig und allein eine Frage gekauft. Sein Chef ist wütend, er sagt, du bist zu intellektuell, mit diesen Fragen kann keiner was anfangen. Der Chef generell ist aber auch ein Choleriker. Er hat keine Probleme damit, Jammer zu schlagen oder ihm Gegenstände hinterherzuwerfen. Er ist wirklich so ein Typ, der gerne droht und seine Angestellten also richtig unten hält. Jammers Wohnsituation ist ähnlich unerfreulich. Er lebt zur Untermiete bei einer Dame mit Töchtern. Seit kürzestem ziert sein Zimmer ein riesengroßes Loch im Boden. Es gab einen Wasserschaden, das Ganze wurde unterspült. Repariert wurde es so gesehen, indem man einfach ein paar Bretter draufgelegt hat. Also das ist sein Leben, seine Jobs, sein Wohnen. Nach so einem richtig, richtig unerfreulichen Arbeitstag schlägt es ihn jetzt natürlich nicht als erstes nach Hause, sondern er unternimmt einen Bummel nach Shinjuku. Shinjuku ist ein sehr belebtes Einkaufs- und Amüsierviertel in Tokio rund um diesen Shinjuku-Bahnhof angesiedelt. Und hier gibt's unglaublich viele Kneipen und Touristenattraktionen. Da, wo er jetzt landet, die Bar Karinka, das ist eine Gegend, die schon bessere Zeiten gesehen hat. Hier sind schon Love-Hotels schon länger geschlossen, hier sind schon etliche Gebäude abgerissen worden. Wer hierher kommt, gehört jetzt nicht unbedingt zur Touristenszene, das ist eher Stammpublikum. Und die Karinka, die hat's ihm angetan, die kannte er bis hierher noch nicht. Aber das ist so ein Auffangkessel für alles, was, ja, ich wollte schon sagen, kreucht und fleucht, das wäre jetzt falsch. Aber für Individualisten, also es ist wirklich reines Stammpublikum. Einer ist irgendwo verrückter und eigenwilliger als der andere. Es gefällt Jammer, hier geht er so eine Ecke unter, hier findet er so seinen Platz. Vorzustellen hat man sich die Bar wie ein ganz langer Schlauch. Wenn man erstmal irgendwo hinten im Eck sitzt und man müsste vielleicht auf die Toilette, das könnte eng werden, man kommt nämlich kaum mehr raus. Was ihm auffällt ist, dass immer wieder Männer an der Theke sitzen und die Wand hinter der Theke anschauen. Da oben ist so ein kleines Oberlicht und dann schließen die Wetten ab. Sie schließen Wetten ab, welche Katze als nächstes an diesem Fenster erscheinen wird. Am Kühlschrank hängt ein Plakat, das ist selber gezeichnet. Hier sind 17 Katzen drauf mit verschiedenen anatomischen Eigenarten, die sehr schön dargestellt sind, mit den Namen versehen, teilweise auch mit Charaktereigenschaften. Und man wettet immer auf eine dieser Katzen. Der Verlierer spendiert dem Sieger einen Drink und wenn beide nicht richtig liegen, dann kriegt die junge Dame hinter der Theke entweder ein Getränk spendiert oder aber etwas zu essen. Das Ganze nennt sich Miao Yong. Die junge Frau hinter der Theke, das ist Yume. Yume ist ähnlich alt wie Jammer und auch sie ist ein Typ, der sich als Außenseiter bezeichnen würde. Sie ist sehr schüchtern, steht meistens mit dem Rücken zu den Gästen. Sie redet auch nicht sehr viel, sie lacht selten. Was sie auszeichnet, ist ganz offensichtlich diese unglaubliche Liebe zu den Katzen. Und Jammer hat schon bemerkt, sie kümmert sich auch außerhalb der Geschäftszeiten eben um diese Tiere. Es bleibt nicht aus, er verliebt sich in sie, die beiden treffen sich, sie kommen ins Gespräch über Katzen, sie stellen beide fest, dass sie gerne schreiben und beschließen gemeinsam ein Buch zu schreiben, ein Gedichtband, der die Katzen von Shinjuku heißen soll. Kommt aber alles ganz, ganz anders. Jammer kriegt einen neuen Auftrag, er soll, es ist kurz vor Weihnachten, über die Feiertage bis nach Silvester 500 Quizfragen schreiben. Er ist mehr als gut beschäftigt. Im Anschluss beruflich gibt es dann nochmal einige Entwicklungen. Da muss er dranbleiben. Und dann wird ihm zugetragen, dass im Karinka etwas passiert ist. Das glaubt er zunächst nicht. Er geht zu der Bar hin. Die Bar ist geschlossen und was er erfährt ist, dass Yume im Gefängnis sitzt. Die Katzen von Shinjuku, das ist ein unglaublich ruhiger, melancholischer Roman. Es geht darum, wie man den Weg im Leben findet, seinen eigenen Weg, über wie viele Ecken man gehen muss, welche Veränderungen anstehen. Er wird rückblickend selber von Jammer erzählt. Jammer hat Yume sehr, sehr viele Jahre später auch wieder getroffen. Beide haben ein eigenständiges Leben aufgebaut. Beiden ist klar, es wäre ihnen aber auch nicht gelungen, wenn sie sich nicht zuvor einfach auch getroffen hätten. Ich finde, dieses Buch ist vom Stil her sehr japanisch, also einfach von dieser Schreibweise. Es ist teilweise sehr, sehr ruhig, sehr knapp gehalten. Es sind auch Gedichte drin, also Gedichte rund um diese Katzen. Und die muten fast schon einfach und naiv an. Also manchmal liest man das und denkt sich so, weiß jetzt gar nicht, ob ich
da so reinkommen, aber es ist eben nicht dieser deutsche Fluss bei Gedichten, den man anbringen muss, sondern man muss sie anders lesen. Ich habe es mal ausprobiert, so ein bisschen intoniert, ein bisschen mitzugehen einfach und zu versuchen, so in dieses Gedicht reinzukommen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und die klangen dann eigentlich auch schon ganz anders. Ich denke, es ist auch immer schwierig, ein japanisches Gedicht ins Deutsche zu übersetzen, weil in Japan eben die Sprache auch durch die Schriftzeichen lebt und die dem Ganzen nochmal eine Ästhetik verleiht, die man so jetzt natürlich nicht eins zu eins ins Deutsche übertragen kann. Sehr, sehr schöner, sehr ruhiger Roman, absolut empfehlenswert, Die Katzen von Shinjuku. Das erste Buch, das ich heute mitgebracht habe, ist eins von John Boyne, heißt Die Geschichte eines Lügners. Das ist dieses hier. Das war das erste Buch, für das ich mich entschieden habe, das heute mitzubringen und vorzustellen. Ein unglaublich rasanter, böser, gemeiner, fieser Roman, also voll unsympathischer Figuren. Also ich glaube, es gibt in diesem ganzen Buch nur eine Figur, für die ich irgendwie positive Gefühle entwickelt habe. Der Rest furchtbar, furchtbare Menschen. Aber trotzdem hat's richtig, richtig Spaß gemacht. Also Die Geschichte eines Lügners heißt das Buch. Worum geht's? Wir haben einen alternden Schriftsteller. Das ist der Herr Ackermann, Erich Ackermann. Der hat schon unzählige Bücher veröffentlicht, mehr oder weniger erfolgreich. Sein letztes Buch war jetzt ein richtig, richtig großer Erfolg. Er ist dafür auch mit einem Preis ausgezeichnet worden und befindet sich jetzt gerade auf Europa-Lesereise. Er ist wieder in Deutschland, er kommt ursprünglich auch aus Deutschland, lebt aber jetzt im Ausland. Jetzt ist er wieder hier in Berlin, soll dort eine Lesung halten und auch mehrere Vorträge, Talkshows und so weiter absolvieren. Und er sitzt abends im Hotel in einer Bar und trifft dort Maurice. Maurice ist eine Erscheinung wie aus einer alten griechischen Götterlegende. Also groß, hervorragend gebaut, toll gewachsen, dunkle, wuschelige Haare, große, feurige, schwarze Augen. Also wirklich eine Prachterscheinung. Und unser alternder Schriftsteller, der Erich, er ist homosexuell. Er sieht diesen Maurice und er, also das erste Mal seit Jahren empfindet er wieder was und fängt an zu schwärmen. Die beiden lernen sich kennen. Also wenn Erich abends in der Bar ist, redet man immer öfter miteinander. Und Maurice gesteht ihm dann auch irgendwann mal, dass er ja auch schreibt, also natürlich auf ganz anderem Niveau. Und Erich ermutigt ihn und sagt, ja, bring noch mal ein paar Sachen mit und ich lese mir das dann durch. Er macht das dann auch, er liest die Sachen und er stellt fest, Maurice hat wirklich auch ein Gespür für Sprache, hat eine sehr schöne Sprache. Aber all die Kurzgeschichten, die er von ihm liest, die haben einen riesen Manko. Maurice hat nichts zu erzählen. Er ist einfach nur eine leere, schöne Hülle. Er hat eine schöne Sprache, er hat ein Gefühl für den Schwung der Geschichte, aber zu erzählen hat er nichts. Also es ist alles hohl und langweilig. Das interessiert Erich aber jetzt gar nicht so sehr. Er ist ja auch weniger an den Schriften von Maurice interessiert als vielmehr an ganz anderen Dingen. Und er macht ihm dann irgendwann den Vorschlag, er müsse ja noch weiter durch Europa reisen auf seiner großen Lesereise, ob Maurice nicht diesen blöden Kellnerjob einfach hinschmeißen möchte und ihn als seinen persönlichen Assistenten begleiten möchte. Dabei hat er natürlich bestimmte Ambitionen. Er hofft, dass sich zwischen den beiden auch irgendwie was entwickeln könnte. Und Maurice sagt tatsächlich zu und die beiden begeben sich dann auf diese Reise durch Europa. Und es stellt sich ganz schnell raus, Maurice lässt den alternden Schriftsteller wirklich am ausgestreckten Arm verhungern. Also er kommt ihm immer ein bisschen näher und er flirtet mit ihm, aber bei einer bestimmten Stelle, da sagt er dann halt einfach Schluss und macht die Tür zu und der andere steht dann sabbernd davor, um es mal ganz deutlich zu sagen. Die beiden reden auch sehr viel miteinander. Erich merkt schon, dass Maurice also wirklich davon träumt, irgendwann den großen schriftstellerischen Wurf zu landen. Und so ist es auch. Das ist ein Traum, der ihn schon seit Ewigkeiten verfolgt. Und Maurice merkt, dass Erich irgendwas zu verbergen hat. Der Erich hat sich in jungen Jahren als ganz junger Erwachsener in Nazi-Deutschland eines ganz, ganz üblen Verbrechens schuldig gemacht. Also er hat wirklich etwas ganz Übles getan, was ganz Verachtenswertes.
Und das weiß niemand. Das ist ein absolutes Geheimnis. Und Maurice versteht es jetzt halt immer mit seinem Näherkommen und wieder zurück und einen Schritt nach vorne und drei zurück. Versteht er das jetzt, dass der Alte immer mehr bereit ist, irgendwie von sich zu erzählen, den immer mehr mit solchen Häppchen zu füttern, weil er dadurch dann auch Aufmerksamkeit und Nähe bekommt. Und irgendwann ist es soweit, an einem Abend, sie haben ein bisschen was getrunken, es stellt sich so eine vertraute, kuschelige Stimmung ein, da packt er diese Geschichte auf den Tisch und am nächsten Tag ist Maurice verschwunden. Und es dauert nicht lange, da taucht auf dem Markt ein Roman auf, der schlägt ein wie eine Bombe, der ist wunderbar geschrieben. Und dort geht es um einen alternden Schriftsteller, der einen Preis bekommen hat und der ein ganz, ganz furchtbares Verbrechen in der Nazizeit begangen hat, geschrieben von Maurice. Die Karriere von Erich ist in diesem Moment vergessen. Und jetzt denken Sie sich da gerade bestimmt, na super, jetzt hat uns die Baumann das ganze Buch erzählt, warum soll ich das denn jetzt noch kaufen? Der Witz ist, jetzt sind Sie gerade auf Seite 100, wo das passiert. Und dann geht's erst richtig los, dann legt Maurice erst richtig los und der zieht alle Register. Das ist ein eiskalter, furchtbarer Hund, der lässt noch so den einen oder anderen Menschen mehr über die Klinge springen, bis er zum Schluss seines Lebens, aber das verrate ich Ihnen jetzt nicht, was am Ende dann da steht. Es ist ganz toll erzählt. Also wenn man John Boyne liest, dann hat man das Gefühl, man sitzt wirklich am Feuer und ein guter Freund erzählt eine rasende Geschichte voller irrer Wendungen und voller Sachen, mit denen man nie und nimmer gerechnet hat. Man ist total gebannt, man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und der Freund erzählt einfach in seiner natürlichen Sprache. Also ganz, ganz, ganz toll gemacht. Was mir persönlich ein bisschen aufgestoßen ist am Anfang, ist die fast inflationäre Verwendung des bösen F-Wortes. Da bin ich ein bisschen mädchenhaft. Das war mir am Anfang tatsächlich zu viel. Ich muss jetzt aber im Nachhinein sagen, dass diese rüde, obszöne Sprache, das war auch schon toll verwendet, wenn man dann diese ganzen Herren hat, diese distinguierten großen Literaten, die der Meinung sind, sie sind die einzig wahren Schriftsteller und sollten sie irgendwann nicht mehr schreiben, wird es sowieso keine wahre Literatur mehr geben. Und kaum sind sie unter sich und es geht um Macht und wer hat die meisten Auszeichnungen und die größten Preise gewonnen, dann wird's rüde und obszön. Also das hat er auch schon wirklich wieder toll gemacht, der Boyne. Ist ein ganz, ganz toller Roman. Also wie gesagt, Sie werden vielleicht eine Figur finden, die Sie mögen, aber ansonsten können Sie sich herrlich aufregen und haben wirklich richtig viel Spaß an der Bosheit der Literaten. Sehr schön. Okay, cool. Also, dann mal nochmal, damit das vom Licht passt. Alexa. Gut, Hausgeist ist am Start. Cool. Ich dachte, der fängt immer nur bei Silke an, mit der Tür zu rappeln. Ja. Aber bei mir werden die Lichter gedimmt. Naja. Die passen sich der Haarfarbe. Die sagen, wir brauchen kein künstliches Licht mehr hier. Wir haben genug auf dem Kopf. Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski. Ludwig, der Erzähler dieses Buches, lebt mittlerweile in New York und er setzt sich hin, lässt sein Leben ein bisschen Revue passieren, weil er einen Brief schreibt. Er schreibt einen Brief an seine erste große Jugendliebe. Und damit werden wir zurückgeschickt ins Polen der 1980er Jahre. Der politische Konflikt zwischen dem kommunistischen Regime und der Solidarność ist auf ihrem Höhepunkt. Der allseits bekannte Ost-West-Konflikt prägt das Leben. Ludwig muss, wie viele andere Jugendliche auch, zu einem Sommercamp sozusagen. Es ist jetzt aber kein schönes Sommercamp, wo er mit seinen Freunden am See sich austobt und Spaß hat, sondern es ist ein Camp zum Ernteeinsatz. Die Jugendlichen müssen ihren Beitrag leisten und bei der Ernte helfen. Und dort trifft er Janusz zum ersten Mal. Janusz ist eigentlich das ziemliche Gegenteil von Ludwig. Ludwig ist eher ein sehr zurückhaltender, schüchterner Typ. Er ist ein Einzelgänger.
Janosch wiederum steht immer im Mittelpunkt, es sind immer andere Leute um ihn rum. Er ist ja sehr, sehr aufgeschlossen, sehr, sehr freundlich. Und die beiden freunden sich an. Sie freunden sich hauptsächlich auch an aufgrund eines Buches, denn Ludwig liest gerade Giovannis Zimmer von James Baldwin, mittlerweile einer der ein Klassiker der queeren Literatur und zu der Zeit aber ein verbotenes Buch. Als der Ernteeinsatz beendet ist, beschließen die beiden dann noch gemeinsam weiterzuziehen. Sie ziehen los, um zu zelten am nahegelegenen See. Und dort in der Einsamkeit und Abgeschiedenheit der Natur kommen sie sich immer näher, sie verlieben sich, sie erkunden ihre Körper gemeinsam und verbringen eigentlich die schönsten Tage Ludwigs Lebens miteinander. Aber irgendwann ist es also weit, irgendwann klopft dann doch wieder die Realität an, sie müssen zurück in ihr normales Leben und dort ist es einfach unmöglich, unvorstellbar als homosexuelles Paar offen zu leben. Noch dazu haben die beiden einfach diesen grundlegenden Konflikt, der zwischen ihnen steht. Wir haben Ludwig auf der einen Seite, er ist eben in einer Familie groß geworden, voller Widerständler, die schon immer heimlich dann das Westradio gehört haben und immer mehr in diese Richtung orientiert sind. Er ist begeistert von Baldwin, er bemüht sich sogar um eine Promotion, um über das Werk Baldwins zu schreiben, was jetzt auch nicht das Leichteste ist. Janosch wiederum stammt aus einer Arbeiterfamilie, die sehr in der Partei verankert sind. Er hat für sich schon seinen ersten Job in Aussicht, der bei der Zensurstelle, bei der Zensurbehörde der Partei sein soll. Sie haben also beide schon ziemlich unterschiedliche Lebensvorstellungen. Die ganze Beziehung steht einfach unter keinem guten Stern und trotzdem, wie es einfach so ist, das kann man sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt, das ist die erste große Liebe. Und jetzt müssen die beiden sich eigentlich entscheiden. Es scheint nur zwei Alternativen zu geben. Entweder man verlässt das Land und fängt irgendwo neu an, man lässt sein Land vielleicht im Stich, kann dann aber leben und lieben, wie man möchte. Oder man bleibt. Man versucht vielleicht das Land von innen heraus zu verändern, muss aber dadurch sich selbst zu einem großen Teil verleugnen. Ja, jetzt kann man sich vielleicht schon ein bisschen denken, okay, Ludwig erzählt diese Geschichte später, als er dann in New York lebt. Man kann sich denken, wie es ausgegangen ist, ob das gut ausgegangen ist oder nicht. Es ist aber trotz allem ein so unglaublich schönes Buch. Es ist ein ruhiges Buch, es ist melancholisch. Die Sprache ist einfach unglaublich schön. Man taucht so ein in dieses Leben dieser beiden jungen Menschen in dieser Zeit, die so von Konflikt geprägt ist, und wie sie dann trotzdem einfach miteinander das Schöne finden. Und hat mich unglaublich berührt, war ein richtig, richtig tolles, schönes Buch und ich kann es nur jedem ans Herzen legen. Die Harpie von Megan Hunter. Harpien, das sind mit die größten Greifvögel der Welt. Sie sind nahezu von bizarrer Schönheit eigentlich. Äußerst effektive Jäger und absolut eiskalte Killer letztendlich. Man muss noch dazu sagen, bei den Harpien sind die Weibchen durchaus größer, sehr viel größer und vor allem wesentlich schwerer als die Männchen. Harpien sind allerdings auch bekannt aus der griechischen Mythologie, die sogenannten Chimären, eine Kombination aus Vogelgestalt und Frauenkopf, die unter anderem auch von Zeus ausgesandt wurden, um in seinem Namen Rache zu üben, um die Seelen der Toten auch zu rauben. Wir kehren aber jetzt erstmal hier in etwas idyllischere Regionen zurück. Wir haben es hier mit Lucy und Jake zu tun. Sie leben zusammen mit ihren zwei Söhnen in einer Kleinstadt, am Rande einer Kleinstadt, in einem Haus zur Miete. Sie hatten zwischenzeitlich die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Die Chance haben sie vertan. Inzwischen sind die Immobilienpreise so hoch. Es ist bei dieser Miete geblieben. Und sie leben diese ganz klassische Rollenverteilung. Jake ist berufstätig. Er pendelt jeden Tag zur Universität. Lucy ist zu Hause geblieben. Sie kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder. Sie hat einen kleinen Nebenjob. Sie verfasst Gebrauchsanweisungen oder Beipackzettel für Medikamente. Sie hat sich mit den Tatsachen arrangiert. Sie ist letztendlich diejenige, die auch das soziale Leben der Familie bestimmt, die den Kontakt zu anderen Eltern und auch zu den Nachbarn hält.
Eines Tages wird sie gestört in ihrer ganz normalen alltäglichen Routine. Ein fremder Mann ist am Telefon und erklärt ihr, dass Jake mit seiner Frau fremd geht. Und Jake, zur Rede gestellt, leugnet das auch gar nicht. Es war ein ganz kleines, kurzes Intermezzo, nur einmal, überhaupt nichts Wichtiges, nicht von Bedeutung, löscht sofort sämtliche Bilder, löscht jeden Chatverlauf. Für ihn ist es soweit jetzt in Ordnung, nur Lucy kommt nicht mehr zurecht. Also Lucy kann einfach nicht drüber hinwegsehen, was passiert ist, und dieses Ehepaar redet aber auch nicht. Eines Tages macht Jake Lucy einen Vorschlag, sie darf sich 3-mal an ihm rächen, zu einem Zeitpunkt, der ihm nicht bekannt ist, auf eine Art, die ihm nicht bekannt ist, für irgendetwas, wovon er nichts weiß. Das finde ich sehr mutig, zeugt von einem großen Vertrauen und hätte er vielleicht es lieber nicht haben sollen. Sie schlägt gleich am nächsten Tag zu, es gibt Essen, eins seiner Lieblingsgerichte, Nudeln mit Auberginensoße. Er freut sich, er ist diesen Abend auch zu Hause. Was er nicht gemerkt hat, ist, es gibt 2 Töpfe mit Soße, eins für die Familie, eins für ihn. In dieser Soße ist ein Medikament drin, dessen Nebenwirkungen, also nicht das Medikament, nur die Nebenwirkungen, erzeugen unglaublichen Brechreiz, Durchfälle, also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, wie krank Jake wird. Lucy weiß genau, was sie macht, hat sie doch diesen Beipackzettel selber verfasst damals. Der zweite Gegenschlag, zu dem sie ausholt, der führt dazu, dass Jake seine Arbeit verliert bzw. demnächst verlieren wird. Also man merkt schon, sie steigert sich nach und nach. Jetzt ist Jake allerdings zu Hause und da will sie ihn gar nicht. Er ist ein Störenfried, er ist ein Unruhefaktor. Er hat in ihrem Haus, in ihrer Familie eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Und je länger die beiden so zusammen sind und je mehr sich Lucy in dieses ganze Gedankenkarussell einarbeitet, desto mehr verliert sie sich in der Vergangenheit und sie kommt auf ihre Schwangerschaften zu sprechen, auf die Geburt, auf die Kaiserschnitte, was sie als einen gewalttätigen Eingriff an ihrem Körper eigentlich empfunden hat, etwas, was ihr Mann ihr ja auch angetan hat, er hat sie geschwängert. Sie sieht aber auch die Rolle der Frau, die sie immer gespielt hat, küsst du einen Jungen, ist alles gut, küsst du 6 Jungen, bist du ein Flittchen, hast du zu viel getrunken, wirst vergewaltigt. Du musst damit leben. All das spielt sie so durch und landet schließlich und endlich auch in ihrem Elternhaus. Und sie muss einfach zugeben, häusliche Gewalt war bei ihnen gang und gäbe. Und auf einmal kommt auch dieses Erschrecken, dieses, was ist eigentlich, wenn ich auch gewalttätig bin? Vielleicht habe ich das nur so eine Ecke weit verdrängt bis hierher. Und sie erinnert sich auch an ein Bilderbuch, das sie hatte. Und hier war eine Harpie abgebildet. Und die Mutter hatte das so erklärt, eine Harpie ist dazu da, sie hilft den Frauen, sich an den Männern zu rächen. Und diese Harpie, die ergreift jetzt nach und nach Besitz von Lucy. Lucy wird so eine richtig Getriebene, also die strudelt so richtig davon. Und das Schlimmste dabei ist, sie verliert so sehr den Boden und wir merken, dass irgendwie alles in Schräglage ist und der dritte Racheakt, der steht ja erst noch aus. Der Leser bekommt tatsächlich das Gefühl, eine Frau zu betrachten, während sie sich immer mehr von sich selbst entfernt. Sie entgleitet sich selber. Sie ist eigentlich an dem Punkt, wo sie fast schon den Verstand verliert. Die Harpie als Element rückt immer surrealer in den Vordergrund. Die nimmt immer mehr Platz auch in diesem Buch ein. Und manchmal erschrickt man wirklich, wenn man in diesen Harpien-Szenen drin ist und auf einmal kommt so eine kleine Sequenz, friedliches Familienleben. Und dann denkt man sich, was ist denn jetzt passiert? Und man merkt aber auch, wie weit Lucy eigentlich von dem entfernt ist, was Normalität darstellt. Es ist ein ganz tolles Buch, es ist beklemmend, es ist düster, aber es ist vor allem auch faszinierend. Die Harpie von Megan Hunter. Ich habe jetzt ein Buch mitgebracht, das mich total aus der Bahn geworfen hat. Also schon bevor ich das eigentlich hier mich entschieden habe mitzubringen. Und zwar ist es so, ich hatte meine 5 Bücher beieinander, wirklich. Ich wusste genau, welches Buch ich vorstellen möchte. Und dann 4-5 Tage vor dieser Aufzeichnung, also vor diesem Moment jetzt, kam dieses Buch auf den Markt. Monschau heißt es, ist von Steffen Kopetzky. Und es lag bei uns in der Buchhandlung auf dem Tisch und ich habe den Fehler gemacht, das ganz spontan mit nach Hause zu nehmen, habe es am nächsten Tag angefangen zu lesen und war 48 Stunden später durch. Das ist jetzt nicht so ein Wahnsinn, dieses Buch ist nicht so dick, 350 Seiten, aber wir haben es hier mit Steffen Kopetzky zu tun. Und Steffen Kopetzky ist einer, der weiß unglaublich viel und er möchte dieses Wissen teilen.
Das heißt, ich habe selten so viel gegoogelt wie bei diesem Buch. Also ich kann mich nur noch an ein anderes Buch erinnern, wo ich ebenfalls so viel gegoogelt habe. Und das war auch von ihm. Also in Monschau geht es jetzt darum, dass in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz, also eben in Monschau, 1962 die Pocken ausgebrochen sind. Und das war wirklich so. Es hat in Monschau eine kleine Fabrik gegeben, die große Öfen produziert haben und diese Öfen also überall in die Welt verkauft haben. Die Ingenieure der Firma sind dann halt mitgefahren, um diese großen Hochöfen dort zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und einer dieser Arbeiter ist zurückgekommen aus Indien nach Monschau und er hat die Pocken mitgebracht. Und wie dieser Ort, wie die Wissenschaft, die Politik und alle mit diesem Ort umgehen, mit dieser Pockenepidemie, das beschreibt dieses Buch, ist natürlich gerade im Moment der Hammer, weil wir auf diesem kleinen Raum abgebildet haben, eine Pandemie, wie wir sie jetzt schon seit über einem Jahr, also weltweit haben. Er beschreibt die gleichen Instrumentarien, die gleichen Vorgehensweisen, wie wir sie jetzt alle auch aus unserem Alltag kennen. Ganz witzige Szenen, wenn dann der Landrat dann sagt, ja, aber wir können doch hier nicht den Karneval ausfallen lassen. Also das ist ja unvorstellbar. Und der Karneval wird dann natürlich abgesagt wegen der Pockenepidemie. Und es gibt natürlich Leute, die dann drei Orte weiterfahren, damit sie da ihren Karneval feiern können, weil ohne Karneval geht's halt nicht. Und die spinnen ja alle mit den Pocken. So schlimm wird das schon nicht sein. Toll erzählt. Wieder einmal und was man bei Kopetzky sagen muss, das habe ich vorhin schon angedeutet, dieser Mann weiß einfach unglaublich viel und er kann es nicht lassen. Also wenn da eine Figur in dem Roman das Radio anmacht und da ist zu hören im Radio, dass in Hamburg gerade eine sintflutartige Überschwemmung droht, dann gibt es mal eben so einen Seitenschlenker über viele, viele Seiten, wo dann berichtet wird, wo der Bürgermeister von Hamburg gerade ist, wie die Pegelstände sind. Und dann wird plötzlich von einem Innensenator Hamburg berichtet, der sich eine Zigarette nach der anderen anzündet und der sein ganzes organisatorisches Talent dort eben halt auslebt. Und das ist der Anfang einer großen politischen Karriere für ihn. Woher er dieses organisatorische Talent hat, dass er im Dritten Reich und so weiter und so fort. Das Irre dabei ist, man fühlt sich nie belehrt, also zumindest ich nicht. Ich fühle mich nie auf eine oberlehrerhafte Weise behandelt. Ich habe nie das Gefühl, dass der irgendwie damit prahlen will, was er alles weiß und was er alles kennt, sondern mir macht es einfach unglaublich Spaß, daran teilzuhaben. Also mir hat das Buch wirklich gefallen. Er versteht es meisterhaft auf diesen Seiten abzubilden, was hier gerade bei uns passiert, das runterzubrechen auf diese kleine Gemeinde. Das hat mir nochmal ein paar Stellen richtig die Augen geöffnet. Und das Ganze drumherum, er stellt nicht einfach was in den Raum. Da wird ein Plattencover aus dem Regal genommen, da ist eine schwarze Frau drauf abgebildet und dann geht's gleich los, dass das die erste ist, die auf diesem Plattencover aufgetaucht ist und mit wem die zusammen war und warum die auf diesem Platten. Also großartig. Man muss dazu sagen, dass LeserInnen, die Propaganda gelesen haben von ihm, eine Reihe von Protagonisten wieder treffen werden in diesem Buch in Monschau. Die tauchen hier wieder auf, deren Geschichte wird weitererzählt. Sowas mag ich auch. Also so, das gefällt mir dann auch immer ganz gut, wenn die dann wieder auftauchen und ich dann weiß, ah, die kenne ich schon. Ich weiß schon genau, warum die jetzt so sind und was die jetzt so machen. Für alle anderen, sie dürfen das auch als erstes lesen und danach Propaganda, kein Problem. Also, kann ich nur empfehlen, also mir hat es meinen Stapel nochmal über den Haufen geworfen, ein anderes Buch musste dafür gehen, aber dieses Buch musste ich heute mitbringen. Monschau von Steffen Kopetzky. Ah, bevor ich es vergesse, es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte drin, eine richtig schöne, zwischen einer Firmenerbin und einem jungen griechischen Arzt.
als ich hinten saß, hatte ich dann kurz mal das Gefühl, ach, eigentlich macht schon wieder Spaß. Aber jetzt, wo ich wieder hier sitze, nehme ich alles zurück. Das Ministerium der Träume von Hengame Yagobifara. In diesem Buch erzählt uns Nasrin ihre Geschichte. Nasrin ist in ihren 40ern, sie ist Türsteherin, sie ist lesbisch, sie lebt in Berlin. Sie ist, wie sie ist, und wer damit nicht klarkommt, das ist nicht ihr Problem. Sie ist eine Person, sie hat viele Emotionen in ihr drin, die sie nicht immer so weiß, wie sie rauslassen soll. Durch diverse Ereignisse in ihrem Leben wird sie immer wieder von Albträumen geplagt. Sie hat eine Wut in sich aufgestaut. Und das wird jetzt alles nur noch dadurch verstärkt, als die Polizei vor ihrer Tür steht und ihr mitteilt, ihre jüngere Schwester Nushin ist tot, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und diese Nachricht lässt jetzt nicht nur Nas trauern zurück, sondern auch Nushins Teenager-Tochter Parvin und die Mutter von Nasrin und Nushin. Für Nas ist ganz klar, das muss Selbstmord gewesen sein. Sie kennt ihre Schwester am besten, sie weiß, was sie durchgemacht hat, sie weiß, mit was sie zu kämpfen hatte. Das kann nur Selbstmord gewesen sein. Es gibt keinen Abschiedsbrief, aber es gibt ein Testament. Und das bestärkt sie eigentlich nur noch mehr in dieser Annahme, weil wer schreibt denn mit Anfang 40 ein Testament? In diesem Testament wird festgelegt, dass von nun an Nasrin der Vormund von Parvin sein soll. Dadurch kommt es erstmal wieder zu Konflikten mit der Mutter. Es ist schon immer eine schwierige Beziehung zwischen Nasrin und ihrer Mutter. Aber sie muss sich jetzt dieser Aufgabe stellen. Sie wird jetzt der hat jetzt einen Teenager, um den sie sich kümmern muss. Auch also allein ihr Lebensstil, da hatte sie jetzt nie eingeplant, dass da irgendwo eine andere Person ist, um die sie sich kümmern muss. Sie arbeitet im Nachtleben. Das heißt einfach, ihre Arbeitszeiten allein sind da schon eine Herausforderung. Und jetzt muss sie nicht nur mit ihrer eigenen Trauer umgehen, sondern auch mit der von Parvin. Parvin wiederum ist sich sicher, Selbstmord war es auf keinen Fall. Ihre Mutter würde sie nie im Stich lassen. Ob es ein Unfall war, da ist sie auch nicht ganz davon überzeugt. Da muss irgendwie noch mehr dahinter stecken. Und dann teilt sich diese Geschichte eben immer wieder auf in zwei Ebenen. Wir haben eben einmal die Gegenwart. In der Gegenwart müssen jetzt Nas und Parvin, die beide auf ihre eigene Art und Weise trauern, damit zurechtkommen, dass sie jetzt hier ein Team sind, dass sie jetzt hier eine Familienkonstellation sind. Was immer wieder dann auch dazu führt, jeder versucht, seine Grenzen auszutesten. Teenager sind sowieso schwierig, trauernde Teenager sind dann nochmal der Horror. Also da hatte ich auch regelmäßig das Bedürfnis ins Buch reinzugreifen und Parvin zu schütteln. Hiermit möchte ich mich ganz formell und vor laufender Kamera bei meiner Mutter entschuldigen, dass ich ein furchtbarer Teenager war. Ich kann es jetzt nachvollziehen, was für ein Horror das war. Und dann wiederum haben wir verschiedene Rückblenden, in denen uns die Kindheit und Jugend von Nas und Nush näher gebracht wird und einfach auch nochmal deutlich machen, wie dieses enge Schwesternband zwischen den beiden eigentlich entstanden ist. Denn die beiden sind als Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem Iran geflohen nach Lübeck. Der Vater sollte eigentlich relativ schnell nachkommen, aber zudem ist es nie gekommen. Bevor er flüchten konnte, wurde er im Iran hingerichtet. Wir lernen viel darüber, wie es war für die beiden, in diesem fremden Land aufzuwachsen, vor allem zu einer Zeit, in der die Anfeindungen, die rassistisch motivierten Übergriffe immer stärker und immer krasser wurden. Wie sie sich selber einfach, ja, ihre Gruppe von Freunden zusammengesucht haben, um gemeinsam einfach sich Strategien zurechtzulegen, wie sie da durchkommen, wie sie überleben im weitesten Sinne. Es geht um viele Konflikte zu Hause, die Mutter, die selbst einfach trauert um ihren Mann, die die ganze Zeit arbeiten muss, um ihre Familie durchzubringen, dann einfach ganz andere Werte hat als ihre Kinder jetzt schon. Vor allem eben auch mit der lesbischen Nas stößt sie immer wieder aneinander, weil sie das einfach nicht mit ihrem Weltbild verbinden kann. Aber egal was passiert ist, egal wogegen sich die Schwestern stellen haben müssen, sie hatten einander. In diesem Buch ist, wie man jetzt schon gemerkt hat, sehr, sehr viel drin. Es sind brandaktuelle Themen drin, es ist ein historischer Abriss mit drin, es ist eine Familiengeschichte, es geht sowohl um die Blutsverwandtschaft, die man sich ja nicht aussuchen kann, aber auch um die Wahlfamilie. Es ist
ein Krimi, denn die Frage, was mit Nushin passiert ist, steht natürlich immer im Raum und muss geklärt werden. Der Stil dieses Buches ist sehr, sehr ungefiltert, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, Nas ist, wie sie ist, und das lässt sie so überall auch rauskommen. Kann ich mir vorstellen, dass viele vielleicht sich da ein bisschen dran stoßen, macht das Buch aber auch sehr authentisch, zeigt einfach diese Lebenserfahrung nochmal in einem ganz anderen Licht. Es ist, was ich auch so toll fand an dem Buch, es ist queer auf jeder Seite und rechtfertigt sich nicht dafür. Es ist einfach so. Und ich fand es richtig tolles Buch mit ganz, ganz vielen interessanten Aspekten drin. Und im Mittelpunkt steht einfach dieses Schwesternband, das ja leider dann nur der Tod trennen konnte. Super depressiver Endsatz, cool. Ja. Ist alles klar? Oder? Ja, ich hatte gerade die Tapete, die ist nicht gut geklebt. Okay. Das Baby ist meins von der nigerianisch-britischen Schriftstellerin Oyankan Braithwaite. Gerade eben noch befindet sich der Macho Bambi im Reich der Träume, als er wirklich unsanft geweckt wird. Seine Freundin Mide steht zornentbrannt vor dem Bett, hat ihm sein Handy an den Kopf geworfen. Sie hat soeben festgestellt, dass ihr Freund fremd chattet. Für Bambi ist das jetzt eigentlich normal? Das liegt so in der Natur des Mannes, und wer bitte sei er, Naturgesetzen zu widersprechen? Kommt nicht so gut an bei Mide. Sofort steht er mit seinem Köfferchen vor seinem Auto. Er musste ausziehen. Das Bild, das sich ihm jetzt bietet, ist ein bisschen surreal. Wir sind in Nigeria, in Lagos, in einer fast 15-Millionen-Stadt, und die Straßen sind leergefegt. Es ist die Corona-Pandemie, die hier auch alles lahmgelegt hat. Es gibt Ausgangssperren. Und Bambi hat keine Ahnung, wo er hingehen soll. Er kann ja jetzt natürlich auch nicht irgendwo läuten. Niemand würde ihn einlassen. Das Zimmer, das er bisher vor Mide bewohnt hat, ist schon weitervermietet worden. Zu seiner Schwester kann er nicht. Die ist im Ausland. Das Einreiseverbot kam dazwischen. Sie konnten nicht mehr heimfahren. Und wie er so durch die Straßen fährt, fällt ihm ein, sein Onkel Tofu hat hier in der Nähe noch ein Bungalow, da könnte er hinfahren. Onkel Tofu ist vor einiger Zeit gestorben. Er war eines der ersten Opfer der Corona-Pandemie. Er hat eine Witwe und ein kleines Kind zurückgelassen. Die Witwe, das ist die Tante Bidemi. Und für Bambi ist relativ klar, dass sich Bidemi und das Kind garantiert nicht in diesem Bungalow aufhalten, in diesen schweren Zeiten, so kurz nach der Geburt. Er geht davon aus, dass Bidemi bei ihrer Familie gelandet ist. Er weiß aber, wo der Ersatzschlüssel liegt. Also geht er einfach in dieses Haus rein. Es geht kein Strom, das ist normal in dieser Gegend. Das ist auch kein sehr moderner Bungalow. Er ist alt, er ist düster, er ist dampfig, er ist müffelig, überall ist Auslegeware, überall Tapeten. Er sucht nach einer Kerze, er verschafft sich einen Überblick über das Haus. Und was er vorfindet, ist seine Tante, den kleinen Sohn und Esoe. Und Esoe, da stockt ihm fast der Atem. Esoe war die letzte Geliebte seines Onkels. Jetzt sitzen also diese beiden Frauen hier in diesem Raum, das Baby ist da, und Bidemi hat noch die Befürchtung oder hofft gerade noch, dass seine Tante nicht genau weiß, wer Esoe ist, wird aber gleich eines Besseren belehrt. Doch, sie weiß Bescheid, es ist die Geliebte ihres Mannes gewesen. Streitpunkt zwischen den beiden ist ganz einfach so, beide waren schwanger, eine hat ihr Kind verloren, eine hat ihr Kind auf die Welt gebracht, und beide behaupten, das Baby hier, das ist meins. Und das ist jetzt also am Bambi zu entscheiden. Das fordern die Frauen so von ihm, wem dieses Baby denn gehört. Zuerst versucht er es pragmatisch anzugehen. Es gibt sowas wie Mutterschaftsteste. Er scheitert. Alle Krankenhäuser sagen ihm, es tut uns leid, wir sind momentan ganz anders ausgelastet. Wir haben andere Probleme. Mutterschaftstest ist sowas von zweitrangig. Und jetzt buhlen diese Frauen um ihn. Also sie versuchen wirklich, ihn auch so eine Ecke weit zu verführen. Ja, sie zeigen Haut, sie schmiegen sich an ihn, sie suchen die Nähe, sie versuchen die jeweils andere auszuspielen, schlecht zu machen, geht eine ganze Zeit lang ganz gut, aber dann wird es immer ärger und ärger. Eines Nachts zum Beispiel hört er Baby schreien, er kommt dann ins Zimmer und sieht, wie seine Tante dem Kind Stammesabzeichen in die Wangen geritzt hat, jeweils 3 Schnitte auf beide Seiten. So wollte sie das Kind für sich markieren. Es ist ja ihr Kind, ja. Die Frauen prügeln sich, es fließt Blut, es werden Tiere geopfert, es kommt verdorbenes Essen auf den Tisch. Bambi, der bisher ja eigentlich immer nur von der Liebe gelebt hat, dem ja immer alles ganz
ganz wurscht war, muss sich immer mehr um dieses Kind kümmern. Ja, er kann dieses Kind keiner dieser Frauen mehr in die Hand geben. Und dann kommt dieser eine Tag, an dem Bambi tatsächlich eine Entscheidung fällt. Das Baby ist meins, Sie sehen es, sehr, sehr schmal, 125 Seiten. Das hat nicht allzu viel zu sagen. Braithwaite hat letztes Jahr schon ein wunderbares Buch auf den Markt gebracht. Was heißt wunderbar? Der Titel ist Meine Schwester, die Serienmörderin. Sie ist eine Schriftstellerin, die wirklich so unglaublich gut reduziert schreiben kann. Das heißt, je weniger sie schreibt, desto mehr erzählt sie. Also mir kam es teilweise vor wie so ein Instant-Gericht. Also es ist einfach eine konzentrierte Essenz und selber als Leser macht man daraus eine Irrsinnsgeschichte. Also klein, schmal und trotzdem also wirklich aussagekräftiger als mancher 400-500 Seiten Schmöker. Das Baby ist meins. Unbedingt lesen. Gut, ich habe jetzt mitgebracht Mercuria von Michael Römling. Ein Buch, das spielt im 16. Jahrhundert in Italien zur Zeit der Renaissance. Ein richtig pralles, tolles, opulentes Ding. Worum geht's? Wir haben, wie gesagt, Renaissance. Ich glaube, das Buch spielt 1560 so um den Dreh. Es ist die Zeit eines neuen Papstes, der jetzt endlich aufräumen will mit dieser Unmoral, mit dieser Unzucht und allem drum und dran, was bisher gang und gäbe war in der Stadt. Es wird ein eigenes Viertel für die Prostituierten der Stadt geschaffen. Die leben hinter einer Mauer, zugänglich nur durch ganz schmale Türen. Die wären dann auch oft mal an großen kirchlichen Feiertagen kurzerhand zugemauert, damit keiner mehr zu den Damen gelangen kann. Mercuria ist eine von ihnen. Sie ist eine sogenannte Edelkurtisane und sie hat sie alle gehabt. Also vom einfachen Kaufmann bis zum vermögenden Fürsten, vom kleinen Mönchen bis zum Bischof. Sie hat sie alle gekannt, sie hat sie alle geliebt, sie hat sie alle verführt und sie weiß eine ganze Menge über jeden Einzelnen in der Stadt, der wirklich Rang und Namen hat und was zu sagen hat. Mercuria denkt sich jetzt, es ist Zeit aufzuhören mit dem Geschäft und sie sucht sich ein neues Zuhause. Genau, und sie kauft sich ein großes Anwesen, in dem sie selber wohnt. Es sind mehrere kleine Wohnhäuser, also um einen großen, wunderschönen Innenhof. Und sie vermietet diese anderen kleinen Häuser an lauter, ganz tolle, eigenartige, wunderbare Menschen. Da ist zum einen ein Bildhauer, der sich seine Werkstatt dort einrichtet. Und dieser Bildhauer hat sich spezialisiert auf Originale. Also er stellt originale Büsten her von antiken Helden. Es gibt in der Stadt zig Originale dieser Büsten. Er hat Maschinen entwickelt, wie er aus alten Steinen, von alten Ruinen, die er irgendwo von Baustellen beschafft, Die schmeißt er in diese Maschinen rein und dreht die mit Kies, dass sie so richtig schön alt aussehen und brüchig aussehen. Und daraus formt er dann quasi diese Originale, diese Statuen und diese Büsten. Der hat dort seine Werkstatt, er ist trinkfest, er ist immer gut gelaunt, also ein ganz einfacher, netter Geselle. Dann gibt es in diesem Haus noch ein junges Schauspielerpärchen, die sich auch gerne mal für andere Sachen engagieren lassen. Also er ist auch ein Trickbetrüger, der immer gerne in der Stadt unterwegs ist oder mal für irgendjemand anderen irgendwelche Sachen besorgt. Sie lässt sich gerne engagieren für Teufelsaustreibungen, die gerade ganz besonders angesagt sind in der guten Gesellschaft. Das heißt, man kann sie mieten, ihr wird dann der Dämon, der Teufel ausgetrieben, sie reißt sich, also jung, wunderschön gebaut, dann ihre ganze Klamotte vom Leib, wenn der Teufel aus ihr rausfährt und verdient halt so ganz gutes Geld nebenbei. Dann gibt es einen wirklich aufrechten Priester, der dort auch wohnt, also wirklich ein sehr, sehr integrer, guter, gebildeter Mann,
der immer versucht, das Gute in die Welt zu bringen und schon allein in dieser kleinen Gemeinschaft oft scheitert. Und ganz zum Schluss zieht Michelangelo ein. Natürlich nicht der Michelangelo. Michelangelo hat seinen Namen vom Vater bekommen. Der war einfacher Fassadenmaler und der hat halt gedacht, er könnte seinem Sohn mit diesem bedeutenden Namen vielleicht so ein bisschen das Talent auch schon weitergeben. Michelangelo hat aber überhaupt gar kein Talent zum Malen, zur bildenden Kunst. Er ist Novellant. Das heißt, er ist quasi das, was man heute vielleicht als Journalist versteht in seinen absoluten Anfängen. Er verkauft Neuigkeiten, schreibt Geschichten. Da tritt er in die Fußstapfen seines Onkels. Aber während sein Onkel wirklich ein hoch angesehener Novellant war, der gut recherchiert hat, der seine Geschichten also wirklich akribisch vorbereitet und detailliert sich erkundet hat und alles ganz immer abgeklopft hat, ganz seriös verarbeitet hat, diese Geschichten dann weiter verbreitet hat, zählt Michelangelo eher zu dem, was man heute gerne mal die Regenbogenpresse nennt. Also was er nicht weiß, das erfindet er einfach und er erfindet dann auch immer noch ein paar Sachen dazu. Da fliegen dann auch mal ein paar Hexen durch die Geschichte. Hauptsache, es lässt sich gut verkaufen. Und diese illustre Gesellschaft lebt jetzt halt dort miteinander, was an sich in dieser ganzen Renaissance-Zeit, in dieser ganzen irren Zeit schon mal ein wirklich wahres Lesevergnügen ist. Aber jetzt kommt es natürlich, irgendwas muss ja noch passieren. Der Bildhauer hat einen Auftrag bekommen für eine ganz besondere Büste. Er braucht also alte Originalsteine, die er dann zu dieser Büste verarbeiten kann. Und er überredet Michelangelo, mit ihm nachts auf eine Baustelle zu gehen, damit die dort alte Steine klauen können, die er dann verarbeiten will. Altes Marmor, und die beiden machen sich auch nachts auf den Weg auf diese Baustelle, wühlen dort im Dreck rum, um Marmorplatten zu finden und stoßen dabei aber nicht auf alte Marmorplatten, sondern auf ein Skelett, auf ein ganz besonderes Skelett, ein Skelett mit einer sechsfingerigen Hand. Sie gehen wieder zurück nach Hause, erzählen das dann auch Mercuria, die wird leichenblass, als sie das von dieser sechsfingerigen Hand hört, denn sie selber hat ein sehr, sehr schmerzhaftes, sehr dunkles Kapitel in ihrem Leben, das sie eigentlich immer verborgen hat und das eng verknüpft ist mit einem Mann, der sechs Finger an seiner rechten Hand hatte. Die drei machen sich also daran, das Rätsel, um diesen Mann aufzulösen und gleichzeitig halt Mercurias alte Wunde zu heilen. Und davon erzählt dieses Buch von einem sehr, sehr kenntnisreichen Autoren. Der Mann hat lange in Rom gelebt, hat viele, viele Originaldokumente aus dieser Zeit gelesen. Das merkt man dem Buch auch an. Also es macht richtig Spaß. Tauchen ganz viele Figuren der Renaissance einfach auch mal so am Rande auf. Große Kirchenmänner, Maler, Künstler, alles Mögliche. Mercuria von Michael Römling. Als nächstes Buch habe ich Was wir wollen von Meg Mason. Ein Buch aus dem Echo Verlag. Das ist ein neuer Verlag aus der HarperCollins Gruppe. Und das Besondere an dem Verlag ist, dass dort arbeiten nur Frauen und es werden auch nur Bücher von Frauen verlegt. Das sind teilweise neue Stimmen, die einfach da eine Plattform kriegen, aber auch ältere Bücher, die nochmal neu aufgelegt werden. Deswegen fand ich ein cooles Konzept und deswegen wollte ich auch gerne ein Buch vorstellen. Und wurde auch nicht enttäuscht beim Lesen. Also, worum geht's? In diesem Buch geht's um Martha. Martha ist 40 und die Geschichte setzt eigentlich ein am Ende ihrer Ehe. Und jetzt reflektiert sie einfach nochmal in Anekdoten ein bisschen ihr Leben. Und wir lernen sie ein bisschen besser kennen, wir lernen ihr Umfeld kennen, wir lernen ihren Ehemann kennen. Sie erzählt uns aus ihrer Kindheit, wie sie aufgewachsen ist. Also ihre Familie ist ein bisschen eine unkonventionelle Künstlerfamilie. Wir haben Celia, die Mutter. Sie ist eine einigermaßen bedeutende Bildhauerin. Das ist tatsächlich eine Kritik, die sie bekommen hat mal. Also weiß nicht, ob man sich jetzt was drauf einbilden soll oder nicht, dass man einigermaßen bedeutend ist. Sie ist jetzt auch niemand, der besonders regelmäßig Skulpturen erstellt. Viel lieber gibt sie gerne
aufregende Partys mit allen möglichen interessanten Persönlichkeiten. Sie ist auch dem Alkohol sehr zugewandt und ist jetzt nicht eine Person, der man jetzt wirklich jährlich den Preis Mutter des Jahres überreichen würde. Dann haben wir Fergus, den Vater. Er ist Dichter. Er hat sein erstes Gedicht mit 19 Jahren veröffentlicht im New Yorker. Dieses Gedicht war auch das letzte Gedicht, das er veröffentlicht hat, denn der Sammelband, der daraufhin erscheinen sollte, für den er einen Vertrag bekommen hatte, der lässt bis heute noch auf sich warten. Und es ist fraglich, ob dieser Sammelband jemals auf den Markt kommen wird. Die Eltern streiten sich sehr gerne, sehr oft, auch sehr, sehr explosiv. Das kommt nicht selten vor, dass der Vater dann seine Tasche packt und ins Bed and Breakfast am Ende der Straße zieht, bis dann die Mutter irgendwann sich so wieder beruhigt hat, eine der Töchter losschickt und sagt, ja, hol mal den Vater zurück. Wir haben Ingrid, das ist Marthas Schwester und das ist auch ihre engste Bezugsperson. Die beiden sind schon immer durch dick und dünn gegangen und hatten einander als Ankerpunkt. Mittlerweile ist Ingrid verheiratet, sie hat 4 Kinder und ja, allein dadurch ist nicht mehr ganz so viel Zeit für ihre Schwester da. Dann gibt's natürlich Ehemann Patrick oder noch Ehemann Patrick, wie man sagen muss. Und die beiden beschreiben ihre Beziehung immer sehr, sehr gerne oder beziehungsweise sie beschreiben, wie sie sich kennengelernt haben, gerne so, dass Patrick eigentlich wie das Sofa ist im Haus, in dem man aufgewachsen ist. Also das war einfach schon immer da und man hat es noch nie besonders hinterfragt, warum das schon immer da ist. Denn die beiden kennen sich seit ihrer Jugend. Marthas Tante Winsome hat schon immer sehr, sehr große, schöne Dinner zu Weihnachten gegeben, wo die ganze Familie dann eben anwesend war. Und bei einem dieser Dinner ist auch Patrick aufgetaucht. Er ist ein Mitschüler von Marthas Cousin und die beiden sind gemeinsam aufs Internat gegangen und nachdem Patricks Vater vergessen hat, ihm ein Flugticket zukommen zu lassen, damit er nach Hause fliegen kann, hat der Cousin ihn halt da mitgenommen, dass er nicht alleine im Internat zurückbleibt. Die Tante wiederum ist auch so der Aspekt in Marthas Leben, was ihr irgendwann dann klar wird, nur durch diese Tante können die Eltern eigentlich diesen Lebensstil auch ja leben, denn als nicht schreibende Dichter und einigermaßen bedeutende Bildhauerin kann man sich jetzt vorstellen, dass da das Geld nicht so flüssig ist, aber die Tante ist eben sehr gut situiert und sorgt dafür, dass die Familie eben sich über Wasser halten kann. Sorgt allerdings natürlich bei so Weihnachtsessen auch immer wieder zu diversen Spannungen. Patrick ist jetzt wiederum nicht nur einfach immer da gewesen, ein großer Teil einfach schon von Marthas Leben. Er ist auch ein sehr fürsorglicher Mensch, er ist sehr freundlich, er ist ein bisschen Ruhepol im Gegensatz zu ihr. Sie ist eine sehr, sehr schlagfertige Person, sie ist witzig, sie ist tough, schreibt immer wieder mal für verschiedene Magazine, verschiedene Kolumnen. Und sie kämpft einfach seit ihrem Teenageralter mit Depressionen. Und diese Depressionen sind so stark, die machen sie zum Teil wirklich bewegungsunfähig. Sie kann nicht aus dem Zimmer rausgehen. Sie muss abgedunkelt liegen bleiben und weiß eigentlich gar nicht, wie sie weitermachen soll. Es führt auch immer mal wieder dazu, dass sie einfach um sich schlägt, dass sie auch tatsächlich mit Dingen um sich wirft. Oft ist das Ziel davon dann Patrick und er steckt eben das alles weg, bis er irgendwann auch an den Punkt kommt und sagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Das große Thema in diesem Buch sind eben psychische Krankheiten. Martha ist seit ihrer Teenagerzeit, wie gesagt, davon geplagt und hat alle möglichen Ärzte durchlaufen, ist zu allen, die haben ja die verschiedensten Diagnosen gestellt und die verschiedensten Medikamente verschrieben, um es eben besser zu machen. Einig waren sie sich eigentlich nur in dem einen Punkt, Kinder kriegen ist eine ganz schlechte Idee. Was Martha auch sehr, sehr verinnerlicht einfach dann. Es ist ein sehr, sehr ehrliches Buch. Es ist ein trauriges Buch natürlich auch. Man leidet mit Martha mit. Aber gleichzeitig ist dieses Buch auch unglaublich witzig. Man muss es sagen. Also die Autorin schafft es einfach wirklich zu zeigen, diese psychische Krankheit ist natürlich ein großer Teil eines Lebens. Aber er ist auch nicht alles. Du bleibst trotz allem ein Mensch, der viele Facetten hat, der trotz allem witzig sein kann. Es ist ein skurriles Buch auch, durch diese verschiedenen Figuren auch. Und ein ganz
tollen Kniff in diesem Buch fand ich einfach, Martha bekommt irgendwann ihre Diagnose, was sie tatsächlich hat. Aber es wird einfach nicht benannt. Das wird immer dann mit zwei Strichen markiert. Aber man erfährt jetzt quasi nicht die Lösung des Problems, weil es ja eben so nicht ist. Eine Diagnose ist sehr, sehr hilfreich und für viele verschiedene Aspekte einfach und kann helfen, eine Krankheit einfach, sag ich mal, unter Kontrolle zu bringen oder damit, dass man besser damit leben kann. Aber es ist auch nicht die Antwort auf alles. Es wird auch ganz eindeutig gesagt, es ist nicht der Freifahrtschein für Martha jetzt zu sagen, zu handeln, wie sie mag und um sich zu schlagen und die Leute um sich herum zu verletzen, weil sie kann ja nicht anders. Sie hat ja XY. Und das fand ich richtig gut gemacht. Also ein richtig tolles Buch. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo so offen und ehrlich mit psychischen Krankheiten umgegangen wird. Und finde es unglaublich wichtig und würde mir noch mehr Bücher in dieser Art einfach wünschen. Laila Lalami, die anderen. Laila Lalami ist eine marokkanische Schriftstellerin und genauso ist auch Driss, die Person, um die es in erster Linie geht, ein marokkanischer Zuwanderer in den USA. Wir sind hier in Kalifornien, in der Mojave-Wüste. Driss wird nach Abschließen seines Diner-Restaurants beim Überqueren der Straße überfahren. Es ist Nacht, es ist dunkel, die Straße ist schlecht beleuchtet. Der Fahrer beginnt Fahrerflucht, kein Mensch weiß, was passiert ist. Die Familie kommt im Anschluss zusammen. Wir haben hier Mariam, die Ehefrau, Salma, die ältere Tochter. Sie ist Zahnärztin, hat zwei Kinder, verheiratet. Mariam und Salma leben vor Ort und Nora, die jüngste Tochter, reist extra an. Sie ist klassische Komponistin und in Salmas Augen immer schon Papas Liebling gewesen. Die Ermittler in diesem Fall sind Jeremy. Jeremy ist ein Irak-Veteran und früherer Schul- und Bandkollege von Nora. Und wir haben auch noch Erika, die erst seit kurzem mit ihrem Partner und ihrem Sohn aus dem Norden der USA in den Süden gezogen ist und noch so ein bisschen zu kämpfen hat, hier heimisch zu werden. Es gibt einen Augenzeugen, das ist Eferin. Eferin ist aus Mexiko. Er möchte nicht zur Polizei gehen. Seine Frau bekniet ihn. Sie sagt, du musst es machen. Er hat aber jetzt schon zu oft mitbekommen, dass Bekannte, die etwas gemacht haben, was irgendwie für die Polizei nicht stimmig war, ausgewiesen wurden. Er hat Angst, wenn er sich jetzt in diesem Fall einbringt, dass zum Schluss vielleicht er sogar noch der Schuldige ist oder dass er dieses Land verlassen muss. Dazu kommt noch Anderson. Anderson teilt sich mehr oder weniger einen Parkplatz mit Driss oder hat sich einen Parkplatz geteilt. Da, wo das Diner ist, ist auch die Bowlingbahn von Anderson oder die Bowlinganlage von Anderson. Anderson ist ein Mann so um die 70 Jahre alt. Er zählt sich zu den Verlierern dieses Landes. Er ist immer schon oder schon seit langem der Meinung, die anderen machen ihm das Leben schwer. Er verdient nicht mehr so gut, weil die anderen hier ins Land reingekommen sind, ihm einfach alles wegnehmen. Und zu Anderson zählt auch AJ. AJ ist Andersons Sohn. AJ war auch mit Nora und auch mit Salma zusammen in der Schule und AJ hat damals zu den schlimmsten Mobbern und Rassisten gehört, die man sich vorstellen konnte. Laila Lalami lässt jetzt jeden oder jede dieser Figuren erzählen. Von Kapitel zu Kapitel kommt eine andere Person zu Wort. Und vor allem Driss, der ja eigentlich schon tot ist, erzählt uns auch sozusagen aus dem Jenseits. Und er gibt auch so ein bisschen diesen roten Faden für die Geschichte vor. Driss erzählt, wie er Anfang der 80er Jahre aus Nordafrika mit seiner Familie in die USA übergesiedelt ist. Er hat in Casablanca miterlebt, wie die Studentenunruhen verlaufen sind. Er ist unfreiwillig Teil des Ganzen geworden. Er musste beobachten, wie andere junge Männer verschleppt wurden, wie sie getötet wurden. Er hatte Angst um seine Familie. Ihm ist eingefallen, dass ein Verwandter ihm schon vor langer Zeit angeboten hat, für ihn, seine Frau und das Kind ein Visum für die USA zu besorgen. Er bricht sein Studium ab, die Familie siedelt über. Driss kauft eine Donutbude, er ist sich sicher, backen kann er sehr gut. Und die Familie, also er und Mariam, bauen sich tatsächlich eine grundsolide Existenz auf. Sie sind sehr sparsam, die erste Zeit übernachten sie auf dem Boden im Büro und nach investieren sie und bauen immer mehr auf. Zweites Kind ist auf die Welt gekommen, der amerikanische Traum scheint fast perfekt, bis 9/11. Kurz darauf geht sein Traum im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen auf, doch er lässt sich nicht unterbringen, er lässt sich nicht unterkriegen. Kauft ein Diner, dieses Diner baut er aus, er erweitert es konstant, er hat einen guten Platz ausgesucht, es ist ein Ausflugsort, hier sind viele Touristen. Er
entwickelt sich immer weiter, nur seine Frau Mariam, sie kehrt eigentlich zurück zu ihren alten Wurzeln. Sie wird gläubiger, sie zieht sich immer mehr zurück. Es ist in erster Linie Driss, der eigentlich dieses amerikanische Familienleben hier vorantreibt. Gut, das ist jetzt so diese Grundkonstellation. Also hier haben wir einfach, was sich so entwickelt hat bis zu dem Tag, als Driss letztendlich überfahren wurde. Und Laila Lalami, wie gesagt, lässt jetzt alle anderen mit reinreden. Und auf die Art und Weise entsteht eigentlich ein sehr, sehr vielschichtiges Buch. Es ist nicht nur so, dass die anderen sich rund um den Vorfall zu Wort melden, sondern sie erzählen auch von sich selber. Sie erzählen von ihrer Familiensituation, warum sie heute hier stehen, warum sie Dinge machen, so wie sie machen, warum sie Probleme vielleicht mit Driss oder anderen haben. Sie lässt wirklich jeden die eigene Geschichte in diese aktuelle Geschichte mit einfließen. Es wird in die Vergangenheit zurückgegriffen. Aber Mariam zum Beispiel ist auch jemand, der uns immer wieder erklärt, woher kommt zum Beispiel dieser Schwesternkonflikt? Ja, warum sind Salma und Nora sich grundsätzlich so uneins? Und da geht sie eben auch so ganz direkt in die Jetztzeit. Es ist ein Buch, das eigentlich so ziemlich alles vereint, was man sich vorstellen kann. Es beginnt als Krimi, als solchen hätte ich es jetzt für mich irgendwie auch ausgesucht. Man landet sehr schnell in einer Hauptfamiliengeschichte, in sehr vielen kleinen Familiengeschichten. Eingebettet ist dazu noch eine unglaublich schöne Liebesgeschichte, die sogar mich überzeugen konnte. Und das war wirklich ganz erstaunlich. Lalami schreibt aber einfach auch moderne oder beschreibt auch moderne Problematiken. Ja, sie scheut sich nicht einfach, das Thema Rassismus aufzugreifen oder diese Gender-Diskussion mit einfließen zu lassen. Also es ist wirklich unglaublich, was man alles aus diesem Buch rausholen kann. Sie hat eine sehr, sehr schöne Schreibweise. Und das ist ein Buch, von dem ich mich nur äußerst ungern verabschiedet habe. Die anderen von Laila Lalami. Kann ich bezeugen. Ich habe mehrere Screenshots gekriegt von den schönsten Stellen des Buches und wie toll es geschrieben ist. Ja. Also es hat sich super gut. Oder? Also das würde ich auch gerne lesen, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich mitgebracht Zugvögel von der Charlotte McConaghy, ein Roman, der einfach, wenn man es in einem Satz sagen will, herzzerreißend schön ist. Also es ist wirklich ein wunderschönes, aber auch abgrundtief trauriges, herzerreißendes Buch. Zugvögel spielt in der Zukunft, wie ich hoffe, in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft. Wir erfahren nicht genau, in welchem Jahr es spielt. Aber das Buch beginnt mit den beiden Sätzen, die Tiere sterben, bald sind wir alleine. Es spielt also in einer Zeit, wo das Artensterben überhand genommen hat, wo jeden Tag in der Zeitung Meldungen zu lesen sind, dass der letzte Bär gestorben ist oder der letzte Wolf. Unzählige, viele kleinere Arten gibt es nicht mehr. Die Welt wird immer stiller. Die Tiere verschwinden einfach und es gibt natürlich Leute, die sich dagegen auflehnen, die versuchen, die letzten Reste zu bewahren. Und einer dieser Menschen, einer dieser Naturschutzaktivistinnen ist Franny Lynch. Franny ist eine Irin, eine auf der einen Seite unglaublich starke Frau mit einem starken Willen, mit einem unbändigen Freiheitsdrang und auf der anderen Seite auch eine ganz, ganz zerbrechliche, ganz zarte Natur. Besonders angetan haben es ihr die Küstenseeschwalben, weil das einfach Vögel sind. Die Resi lacht jetzt im Hintergrund, weil ich tatsächlich gestern ihr von diesem Buch erzählt habe und nicht wusste, wie die Vögel heißen. Sie heißen Küstenseeschwalben. Es sind keine Adler, keine Spatzen, es sind Küstenseeschwalben. Warum haben ihr diese Küstenseeschwalben das so besonders angetan? Weil sie halt ja, genauso sind wie sie. Sie sind auf der einen Seite klein und zerbrechlich und zart, aber es sind die stärksten Vögel überhaupt, die brüten in der Arktis und überwintern in der Antarktis. Also die legen eine unglaubliche weite Entfernung zurück. Also in unserer jetzigen Zeit ist es so, dass diese Vögel tatsächlich auch immer weniger werden. Sie sind zwar noch nicht auf der Liste der bedrohten Arten, aber es werden halt einfach immer weniger. Zu der Zeit dieses Romans gibt es diese Küstenseeschwalben kaum noch. Franny hat 3 von den letzten Tieren mit Peilsendern ausgestattet und sie möchte diese Vögel in dem verbliebenen Schwarm auf ihrer Reise begleiten und sie braucht dafür ein Schiff.
Das hat sie alles nicht. Sie hat kein Schiff, sie hat keine Ausrüstung, gar nichts. Sie ist also in Grönland unterwegs und versucht verzweifelt, Leute zu finden mit einem Schiff, die sie mitnehmen können, die sie überreden kann, diese Reise mit ihr anzutreten. Und sie stößt schließlich auf ein kleines, mittelgroßes Fischerboot mit einer ganz, ganz skurrilen Besatzung. Sie schafft es auch, den Captain dieses Bootes zu überreden, diese Reise mit ihr zu unternehmen, und sie schafft es einfach auf dem Wege, indem sie einen Pakt mit dem Teufel eingeht, weil der Captain dieses Fischerbootes träumt von nichts so sehr, wie noch einmal einen großen goldenen Fang zu machen. Er möchte einmal noch seine Netze richtig, richtig prall voll fischen, und sie sagt zu ihm, also eigentlich verachtet sie solche Fischer natürlich, weil die Meere sind leer, es gibt kaum noch Fischschwärmer. Aber sie sagt, um diese Reise antreten zu können, geht sie mit ihm den Pakt ein, und sie verspricht ihm, wenn überhaupt irgendwas in der Lage ist, die letzten großen Fischschwärme im Wasser, im Meer zu finden, dann sind es die Küstenseeschwalben. Sie brauchen ja auch Nahrung auf ihrer weiten Reise. Sie werden die letzten Fischschwärme finden, und wenn du mit mir diese Reise antrittst mit deinem Boot und deiner Besatzung, dann werden wir unweigerlich irgendwann einen großen Schwarm finden, und du kannst deinen goldenen Fang machen. Und von dieser Reise berichtet dieses Buch, dieser Roman. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das in einer solch schönen Art und Weise Natur beschreibt. Also mit so viel Achtung, mit so viel Liebe, mit so schönen Worten. Also gerade das Meer, egal ob es kühl, klar und blau ist oder rau und grau und ungestüm. Also die Autorin findet wunderbare Worte dafür. Diese kleine Gemeinschaft auf dem Boot ist eine wirklich skurrile Ansammlung. Jeder von denen ist vor irgendwas auf der Flucht oder versteckt sich vor irgendwas. Da gibt's einen Sternekoch aus Australien, der an Bord kocht und versucht, die Besatzung von seiner Mikroküche zu überzeugen, und die jagen ihn dann mit Schimpf und Schande übers Boot, weil sie einfach nur Hunger haben und den Teller voll haben wollen. Es gibt einen alten Iren, der ständig irische Gedichte rezitiert, also ganz, ganz krude, ganz liebenswerte, schräge Gestalten. Das größte Geheimnis selber hat Franny. Franny hat eine ganz, ganz üble Vergangenheit. Sie schreibt von ihrer Reise und von ihrer Vergangenheit Briefe an einen Mann, herzzerreißend schöne Briefe, die sie nie abschickt. Und für sie bedeutet diese Reise noch viel, viel mehr als nur, in Anführungszeichen, den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. Ein herzzerreißendes, schönes Buch. Wenn Sie dieses Buch lesen, legen Sie sich eine Packung Tempotaschentücher dazu. Nur so als kleiner Tipp. Können Sie brauchen, ich sag's Ihnen. Also wunderbar, wirklich ganz toll. Das hat man jetzt auch voll gemerkt, wie wichtig dieses Buch ist, weil du bist sonst so immer so total sicher, dann ist deine Stimme dann manchmal ja, so ein bisschen gezittert. Das ist so schön. Die letzten Male hatte ich ja jetzt jeweils schon immer ein Buch über Korea dabei, jedes Mal historisch, deswegen dachte ich mir, dieses Mal wage ich mich vor Korea in der Jetztzeit und möchte Ihnen deswegen jetzt folgendes Buch vorstellen. Hammerwitz, ich weiß, den vor allem auch wieder, keine Ahnung, 5 Leute verstehen, aber egal, musste gemacht werden. Ich möchte Ihnen natürlich ein ganz anderes Buch vorstellen, nämlich Kim Chiang, geboren 1982. Hab mir zwischenzeitlich mal kurz überlegt, ob ich es überhaupt noch vorstellen soll oder muss, weil es in der Zwischenzeit schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Kritik bekommen hat und sich auch schon sehr gut verkauft hat. Ob ich nicht im anderen Buch da hier eine Plattform geben muss, aber nein, es ging nicht, ich konnte mich nicht davon trennen, weil es einfach wirklich so ein großartiges Buch ist, wo ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazu geben muss. Es geht in diesem Buch, wie der Titel ahnen lässt, um Kim Chiang. Sie ist 33 Jahre alt, 34, wenn man nach dem koreanischen Alter geht. Sie ist seit 3 Jahren verheiratet und frisch gebackene Mutter. Wir setzen einen der Geschichte, es ist Chuseok, das Erntedankfest in Korea, einer der wichtigsten Feiertage, der immer sehr eng auch in der Familie verbracht wird. Jeong, ihr Ehemann, das kleine Kind sind bei den Schwiegereltern zu Besuch. Sie ist schon den ganzen Tag
mit der Schwiegermutter und der Schwester ihres Ehemanns in der Küche gestanden. Sie haben ein großes Festmahl gezaubert. Alles ist eigentlich so weit wie immer, bis irgendjemand ihr eine Frage stellt und sie diese Frage beantwortet in der Stimme ihrer eigenen Mutter. Also sie verstellt ihre Stimme so, sie spricht von sich selbst, von Jiang in der dritten Person. Und alle sind erstmal verwirrt, die Schwiegereltern fühlen sich ein bisschen respektlos behandelt, der Ehemann versucht diese Situation irgendwo zu entschärfen und sagt, sie müssen jetzt wieder aufbrechen, das ist einfach der Stress, sie ist ja gerade erst Mutter geworden. Aber es bleibt kein Einzelfall. Immer öfter nimmt sie die Rolle einer anderen Frau ein, einer anderen Frau aus ihrem Umfeld. Und der Ehemann sagt irgendwann so, das kann so nicht weitergehen, wir müssen irgendwas tun und schickt sie zum Psychiater. Und da in dieser psychiatrischen Behandlung wird uns jetzt die Geschichte von ihr erzählt in chronologischer Abfolge. Und man kommt sehr schnell zu der Diagnose, was sie in den Wahn getrieben hat, nämlich die patriarchalische Gesellschaft. Es fängt einfach schon früh an in der Kindheit. Sie ist das mittlere Kind, sie hat eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder und sie wächst zu einer Zeit auf, als es auch noch erlaubt ist, ohne großes Hinterfragen, Föten abzutreiben, wenn man weiß, dass es weibliche Föten sind, also dass es Mädchen werden. In der ganzen koreanischen Gesellschaft ist der Respekt vor den Älteren sehr, sehr wichtig. Allerdings ist das hier komplett ausgehebelt. Jiang ist die ältere Schwester, aber der jüngere Bruder bekommt alles, einfach nur, weil er ein Junge ist. Er bekommt sein eigenes Zimmer, während sie mit ihrer Schwester und der Oma noch das Zimmer teilen muss. Er bekommt zuerst zu essen, er bekommt das Beste zu essen. Es geht weiter in der Schule, auch dort bekommen die Jungen zuerst das Mittagessen. Es ist ein fester Zeitrahmen festgelegt natürlich. Die Mädchen haben nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum auch, wo sie dann essen können. Mobbing wird Klassiker halt abgetan. Wenn ein Junge ein Mädchen händelt, dann liegt es ja nur dran, weil er sie mag, natürlich. Es geht weiter später, wenn sie belästigt wird von einem Mann, dann muss sie die Schuld natürlich bei sich suchen. Irgendwie wird sie ihn schon provoziert haben. Im Berufsleben, Vorstellungsgespräche sind einfach gespickt mit sexistischen Fragen. Männer, die Vorgesetzten, die Kollegen sind übergriffig, weniger Gehalt bekommt sie natürlich selbstredend. Nach der Geburt ihrer Tochter ist es gar keine Frage, wer zu Hause bleiben soll, obwohl auch sie natürlich lange auf ihren Job hingearbeitet hat. Aber das ist gar keine Diskussion, dass sie dann diesen aufgeben muss, um sich ums Kind zu kümmern. Der Alltagssexismus ist einfach überall tief verwurzelt. Und jetzt ist es so, Kim Jiang ist ein Name, den die Autorin so gewählt hat, dass sie eine Jederfrau ist. Also Kim ist der häufigste koreanische Nachname und Jiang ist einer der häufigsten Namen zu der Zeit eben, als sie geboren ist. Und soll somit eben zeigen, das ist kein Einzelschicksal. So geht's allen Frauen. Der Stil dieses Buches ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr nüchtern teilweise, weil es ist ja sozusagen die Niederschrift des Psychologen, der da sein Assessment macht. Zwischendrin sind sogar Fußnoten drin, die einfach wissenschaftlich auch nochmal belegen mit Statistiken diese Ungleichberechtigung. Und das Buch hat einfach auch in Korea zu extrem großen Debatten geführt. Es ist dort schon 2016 rausgekommen, jetzt eben bei uns erst übersetzt worden. Und das war zu dem Zeitpunkt dann das erste Buch seit über 10 Jahren, das sich über 1 Million verkauft hat. Was ich auch einen total interessanten Punkt fand, über den ich immer wieder gestolpert bin, wo ich mich nochmal so eingelesen habe, war, ist natürlich auch bei jungen Leuten sehr, sehr gut angekommen. Es wurde auch von vielen K-Pop-Stars empfohlen. Und da ist ein Punkt drin, der halt schon wieder dieses Problem sowas von deutlich zeigt. Unter anderem wurde es empfohlen in einem Livestream von RM aus der Band BTS. Und da kam eigentlich dann keine Reaktion drauf. Also im Westen wurde er dann eigentlich dafür gelobt, was er eigentlich für ein junger, aufgeschlossener Mann ist, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt. In Korea, ja, kam keine große Reaktion drauf. Dann wiederum
Irene aus der Band Red Velvet. Sie wurde so angefeindet, dass sie sich quasi zu diesem feministischen Buch bekannt hat, dass Fans, vor allem männliche Fans, wirklich eine Show draus gemacht haben und ihren Merchandise verbrannt haben, weil wie kann sie es wagen sozusagen? Fand ich auch wieder richtig, richtig interessant und was das einfach für eine Debatte angestoßen hat, auch dieses Buch. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, ja, in Korea, da ist es dann vielleicht nochmal schlimmer als bei uns, wir haben es ja gar nicht mehr so schlimm, aber ich kann es Ihnen garantieren, jede Frau, die dieses Buch lesen wird, wird sich in irgendeinem Punkt dort wiederfinden. Es ist wirklich ein großartiges Buch, bietet ganz, ganz viel Diskussionspotenzial und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Sie bereitet aber eben auch, genau. ja. Siegerin von Yishai Sarit. Abigail ist Psychologin, ebenso wie ihr Vater. Doch während ihr Vater der klassische Vertreter der Freud'schen Analyse ist, mit Couch und allem drum und dran, hat sie sich eine Ecke weit anders entschieden. Sie hat das als Kind zu Hause mitbekommen. Die Praxis war eben im Elternhaus untergebracht. Wann immer Patienten kamen, zumeist prominente Patienten, musste sie sich zurückziehen, zusammen mit ihrer Mutter aufs Zimmer gehen, sehr still sein, sehr leise sein. Sie hat das Gemurmel gehört. Es schien immer etwas unglaublich Besonderes zu sein. Das ist nicht so ganz ihr Ding gewesen. Abigail hat eben, wie gesagt, den anderen Weg gewählt. Sie ist zuerst zum Militär gegangen und von dort aus hat sie dann eine Ausbildung zur Kriegspsychologin gemacht. Inzwischen ist sie nicht mehr aktiv im Militärdienst. Sie betreut hauptsächlich traumatisierte Soldaten, die sie möglichst schnell auf ihren nächsten Einsatz wieder vorbereiten soll. Sie soll sie fit machen. Das Motto ist einfach, also dass sie versucht, ihnen beizubringen, ist töten ohne Angst. Das ist nämlich auch dieses Problem, das die meisten Soldaten haben. Es ist nicht schwer, für sein Heimatland zu kämpfen. Es ist nicht schwer, Grenzen zu verteidigen. Schlimm ist es tatsächlich zu töten. Das ist trotz allem gefühlt immer noch ein Mord. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Soldaten, die von sich behaupten, sie seien natural born killers, also wirklich Menschen, denen es nichts ausmacht zu töten, die sogar so etwas wie einen Lustgewinn dabei empfinden. Zu diesen Natural Born Killers gehört Mehdi. Mehdi ist ein Ex-Geheimdienstler. Früher war er Patient von Abigail. Sie hat ihm nach Beendigung der Karriere geholfen, sich wieder aufzustellen, sofern es in seinen Augen notwendig war. Er lebt jetzt als Künstler in einem Haus auf dem Land. Und zwischen Abigail und Mehdi besteht eine Art lockere Partnerschaft. Beiden ist aber auch klar, mehr wird nicht draus werden. Abigail hat aber auch noch weitere Aufgaben, also nicht nur traumatisierte Soldaten zu betreuen und aufzubauen. Sie leitet auch Seminare, um Soldaten auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. Hier will sie ihnen sämtliche Eventualitäten aufzeichnen, die eintreten könnten, und sie will ihnen vor allem auch zeigen, wie sie damit umgehen können, wie sie als Team damit umgehen können. Sie gibt ihnen einfach alles an die Hand, gemeinsam eben stark zu sein. Bei einem dieser Seminare passiert es dann tatsächlich, dass ein junger Soldat sie so ein bisschen provozieren will und er erklärt ihr auch, wo sie arbeiten, an welcher Grenze, mit welchen Problemen sie konfrontiert sind und sagt, komm doch mal mit, schau es dir doch einfach mal an, dann weißt du eigentlich, was wir hier so machen. Und sie stimmt zu, sie erscheint auch im militärischen Dress, es ist für sie überhaupt gar kein Problem. Er geht mit ihr an die Waffe, er sagt, sie soll doch bitte ihren Finger um den Abzugshebel legen und er lässt sie tatsächlich jemanden an dieser Grenze erschießen. Ja, mit seiner Hilfe zwar, aber Abigail ist durchaus aktiv an diesem Vorgang beteiligt und sie merkt, wie ihr das eine unglaubliche Stärke gibt. Ja, es ist ein gewisses Glücksgefühl auch, das sie durchströmt. Es ist ihr Job, ja, Krieg ist ihr Job und das ist etwas, das imponiert ihr einfach. Diese Einsätze bei den Seminaren oder diese Einladung zu diesen ganzen kriegspsychologischen Planungen, die erfolgen durch Rosalio. Rosalio ist der Generalstabschef. Den hat sie schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Damals war er noch Offizier, er war schon verheiratet, war schon Vater von Kindern. Er ist tatsächlich aber auch Vater ihres Sohnes.
Mehr verbindet die beiden nicht. Niemand weiß auch, wer der Vater des Sohnes ist. Der Sohn heißt Shaoli. Und hier kommen wir jetzt so an den Punkt in Abigails Leben, wo doch eine gewisse Wendung eintritt. Shaoli ist soeben zum Wehrdienst einberufen worden. Und er ist doch ein sehr ruhiger, junger, sensibler Mann. Er ist Musiker, er spielt Gitarre. Und sie macht sich mütterliche Sorgen, wie er mit der Situation zurechtkommt. Also zunächst ist er ein paar Wochen weg, es ist diese Grundausbildung, er kommt zurück. Sie sieht, wie er sich verändert hat. Sie sieht, wie mit welchen Freunden er jetzt zusammen ist. Sie merkt, die Jungs, die trinken, die kiffen, die ziehen um die Häuser. Alles Dinge, die er bis hierher nicht gemacht hat. Sie greift aber nicht ein. Das ist jetzt einfach diese mütterliche Geschichte. Und sie möchte ihre medizinischen Dinge nicht an ihm ausüben. Sie weiß genau, er würde das sowieso weit von sich weisen. Noch dazu hat sie tatsächlich auch Angst, dass rauskommen könnte, dass Shaolis Vater Rosalio ist. Sie sieht einfach auch diese Gefahr, dass in dem Moment, wo dieses Geheimnis gelüftet wird, der Sohn wahrscheinlich exzessivem Mobbing ausgesetzt sein wird. Ja, jetzt haben wir schon mitbekommen. Abigail ist eine Frau mit unglaublich vielen Facetten. Wir erleben sie kalt, nüchtern, selbstbeherrscht. Sie ist wirklich ein absoluter Profi in ihrem Beruf. Das, was sie macht, macht sie aus Überzeugung. Man darf hier sicher auch nicht außer Acht lassen, wir sind in Israel, wir sind in einem Land, das schon seit seiner Gründung diverse Konflikte und Kriege und alles Mögliche ausgestanden hat. Kinder wachsen hier auf mit Krieg. Ja, man hört Gefechtsfeuer im Hintergrund, Militär prägt das Straßenbild. Also was Abigail hier macht, wofür sie sich entschieden ist, hat, darf man jetzt nie so aus unserer eigenen Warte auch betrachten. Sie ist eine ganz selbstbeherrschte Frau und auf der anderen Seite doch, wenn sie so beschrieben wird, sehr feminin, sehr elegant. Ja, in ihr steckt ein Muttertier. Also als diese Situation auftritt, dass ihr so eine Panikattacke erleidet, mitten während des Gefechts ist sie eine der ersten, die da ist, um ihm zu helfen. Sie ist lebenshungrig, aber sie ist auch liebeshungrig. Ja, sie mag Menschen, sie ist unglaublich offen, sie ist bereit anzunehmen, aber sie ist auch bereit zu geben. All dieses verbindet sie ganz mühelos in ihrer Person. Und ich war oft, wenn ich dann so gelesen habe, gerade so all diese beruflichen Geschichten, wie sie urteilt, wie sie zum Beispiel auch einen traumatisierten Soldaten einfach fallen lässt, weil klar ist, dem ist nicht zu helfen, also hat das auch nichts mehr mit ihr zu tun, vergeudete Zeit sozusagen. Da war ich immer wieder fassungslos und habe mir gedacht, was ist denn das eigentlich für ein Monster, ja? Wenn ich das aber einfach in diesen richtigen Kontext reinsetze und wenn ich mir einfach anschaue, wie sie versteht zu trennen, ja, dieses Privatleben, dieses Berufsleben, wie sie auf beiden Seiten einfach gut ist, ja, wie sie es einfach perfekt durchzieht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eine Frau, die ich im wahren Leben tatsächlich sehr, sehr gerne kennenlernen würde. Yisha Sarit war selber beim Militär, er sagt, seine Tochter ist auch beim Militär und er sagt, es ist einfach etwas, was die Kinder, was die Jugendlichen hier sehr stark prägt. Man merkt auch, dass er weiß, wovon er schreibt. Es ist ein cooles Buch, ich habe es wahnsinnig geliebt, es ist clean, es ist wirklich absolut geradeaus. Es ist auch aus der Ich-Perspektive erzählt, das heißt also, wenn man sich an jemanden reiben möchte, nie am Autor, immer nur an Abigail. Zum Abschluss habe ich jetzt noch einen richtig dicken, schönen, wunderbaren Schmöker dabei. Schatten der Welt von Andreas Izquierdo ist der Name. Ein ganz, 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 ganz toller Schmöker. Also wir haben im Mittelpunkt dieses Buches drei junge Menschen. Das Buch beginnt im Jahr 1910. Da sind unsere drei Freunde gerade mal 13 Jahre alt. Als allererstes haben wir den Karl, Karl Friedländer. Der lebt zusammen mit seinem Vater. Die Mutter ist schon vor langer Zeit gestorben. Der Vater ist Schneider, hat eine kleine Schneiderwerkstatt in einer westpreußischen Stadt namens Thorn. Die zwei haben ein wunderbares, ein sehr, sehr liebevolles, herzliches Verhältnis zueinander. Der kleine Karl hilft auch, wo er kann, in der Schneiderei. Die beiden hängen immer zusammen, sie musizieren, sie reden viel über wirklich wichtige Dinge und Karl begleitet seinen Vater auch häufig. Der Vater ist als Schneider immer wieder auf Beerdigungen im Ort, also in dieser kleinen Stadt eingeladen. Er hat dann für den Toten dann den letzten Anzug geschneidert, hat seine ganze Geschicklichkeit, sein ganzes Können in diesen Anzug reingelegt, steht dann mit Karl in dieser kargen Wohnung und
leidet wirklich jedes Mal wieder darunter, dass diese Menschen sich nur zu ihrem Lebensabschluss einen tollen Anzug schneidern lassen. Und das ganze Leben haben sie geknausert und geknapst und waren zu geizig, um sich einen schönen Anzug zu leisten. Und dann liegt er da auf dem Totenbett, der tolle Anzug, und wird gleich begraben. Das bringt ihn dann jedes Mal zum Weinen. Und alle aus dem Ort sagen immer, oh, der Schneider, der ist immer so mitfühlend. Aber der weint eigentlich um sein Werk, das immer eingegraben wird. Und da sieht man eigentlich auch schon, dieser Izquierdo, der hat hier wirklich einen sozialkritischen, tollen, wunderbaren, dicken Schmöker geschrieben, aber trotz aller Ernsthaftigkeit der Themen immer, immer mit einem Augenzwinkern, einem ganz, ganz tollen Humor. Also das war jetzt Karl Friedländer. Der zweite im Bunde ist Arthur. Arthur ist im Gegensatz zu Karl, der eher schmächtig und introvertiert und schüchtern ist, ist er ein Kerl wie ein Baum, wie ein Schrank. Schon mit 13 Jahren traut der Lehrer nicht mehr, ihn zu verprügeln, weil er einfach denkt, wenn der Arthur mal zurückhaut, dann habe ich keine Schnitte mehr. Das ist auch ganz gut für Karl, weil der dann auch unter dem Schutz seines besten Freundes steht. Die beiden, die gehen durch dick und dünn, sie sind super befreundet, während Karl also einen wunderbaren, sehr, sehr warmherzigen, mitfühlenden Vater hat, der ihn über alles liebt, hat Arthur ein sehr wüstes, kaltes Zuhause. Sein Vater, der schlägt ihn, er ist sehr brutal, ein Säufer. Und die beiden machen so die Stadt unsicher, bauen auch mal Mist, wie das halt so ist in diesem Alter. Und zum Schluss gesellt sich noch Izzy dazu. Izzy ist ein junges Mädchen, die ist mit allen Wassern gewaschen. Das ist so ein listiges, freches, kleines Ding. Die weiß also, die hat ein schauspielerisches Talent ohne Ende. Und die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Und die drei, die freunden sich an. Und das Buch erzählt halt die Geschichte der drei, also wie die drei erwachsen werden, wie sie ihr erstes Geld verdienen. Es ist die Zeit des hellischen Kometen. In den Tageszeitungen steht immer, man muss sich vor diesem Gasschweif in Acht nehmen. Also selbst wenn der Komet nicht die Erde trifft, dann wären ja sowieso alle Menschen tot. Aber auch wenn er vorbeirauscht, dieser Gasschweif, der kann halt auch die Menschen töten oder zu furchtbaren Krankheiten führen und zu furchtbarem Elend. Jetzt basteln die drei dann kleine blaue Pillen, die sie dann verkaufen. Sie basteln sich Arztkittel und so machen sie ihre ersten Merker, immer mit so Tricks und so schlagen sie sich durch, eine wunderbare Freundschaft bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Dort werden die drei dann getrennt. Also Karl hat mittlerweile seinen großen Traum verwirklichen können. Er ist Fotograf geworden. Das erste Fotoatelier der Stadt hat ihn als Lehrling genommen. Er hat dann eine Ausbildung gemacht und er wird einer der ersten Kriegsfotografen. Arthur zieht als einfacher Soldat in den Krieg und Izzy bleibt daheim. Sie hat auch unter einem furchtbaren Vater zu leiden, einem Despoten, einem Mann mit sehr viel Bauernschleue, den es immer nach oben zieht und der nach unten einfach nur tritt. Und aber auch seine Frau und seine Töchter gerne trifft. Sie bleibt also daheim. Sie organisiert einen der ersten Arbeiterinnenstreiks, weil die Frauen ja daheim bleiben müssen, die Arbeit der Männer in den Fabriken und auf den Feldern erledigen müssen. Und so führen die drei dann getrennt voneinander dann ihr Leben im Ersten Weltkrieg und entwickeln sich so zu jungen Erwachsenen. Das Buch ist einfach eine Schau. Also es ist so ein richtig toller Schmöker. Erzählt von dieser Freundschaft, vom Erwachsenwerden, von diesen ganzen Streichen, von diesen ganzen Finden, aber auch von diesem Zusammenhalt, oder diesem unbedingten Willen dieser drei da gegen den Rest der Welt zu bestehen. Es ist ganz, ganz toll. Dieser Autor versteht es einfach meisterhaft, diese Figuren zu schaffen. Wenn jetzt die Tür aufgehen würde und da wird der Karl oder der Arthur reinkommen, ich würde die sofort erkennen. Also der schafft die so lebensecht, so
so toll, dass man glaubt, diese Menschen wirklich zu kennen. Und man fiebert mit ihnen mit, man leidet mit ihnen mit, man lacht und kämpft mit ihnen mit. Ganz zum Schluss bleibt das Ende ein bisschen offen und ich wünsche mir inständig, also wenn der Autor, ein Herr Andreas Izquierdo, wenn Sie gerade zuhören, bitte, bitte erzählen Sie mir, wie es weitergeht mit den dreien. Ich möchte es unbedingt wissen. Und wenn wir schon mal bei kleinen Wünschen sind, ich habe es gestern der Chefin erzählt, dass ich dieses Buch vorstellen möchte und was mich so an diesem Buch begeistert. Und wir beide haben zum Ende eigentlich festgestellt, das wäre eine perfekte Serie. Also weitererzählen, erste Staffel drehen und dann die zweite. Ich bin dabei. Also danke sehr. Das waren sie wieder, unsere 15 Bücher für den Frühling. Und wir möchten uns jetzt einfach am Ende nochmal bei einigen Leuten bedanken, die dieses Buchgeplauder wieder möglich gemacht haben. Zum einen möchte ich mich herzlich bedanken beim Team vom Haarstudio Fischer, die dafür gesorgt haben, dass ich ein Ablenkungsmanöver hatte, dass keiner mir eigentlich zugehört hatte, was ich erzählt habe, sondern sich immer nur fragen konnte, echt, seit wann ist denn die blond? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Silke, bei Kerstin, dass sie mich nur halb so oft wie sonst verflucht haben, dass wir das jetzt wieder machen müssen und sich Essen bestechen haben lassen. Und am meisten bedanke ich mich natürlich bei Ihnen allen, die uns wieder die Aufmerksamkeit geschenkt haben und hoffentlich das ein oder andere schöne Buch für sich entdecken konnten. Also, das war's. Und genau, ich möchte dann mich auch ganz gerne bedanken. Zuallererst bei unserem Poltergeist, der dieses Mal nur ein einziges Mal im Hintergrund geknallt hat, obwohl ich wieder 5 richtig gute Knaller dabei hatte. Dieses Mal hat es nur zu einem Knall gereicht. Und dann möchte ich mich bei der Chefin bedanken, dass sie uns immer zwingt, das zu machen. Und danach haben wir einfach ein so tolles, wohliges Glücksgefühl, dass wir denken, machen wir doch gleich nochmal. Der Widerspruch kommt sofort. Gut, wie gesagt, das war's. Auch ich möchte mich bedanken bei meinen Kolleginnen, die schon alles erwähnt haben, was erwähnenswert war. Ansonsten nur absolute Dankbarkeit für die Tatsache, dass es vorbei ist. Ihnen viel Spaß und einen schönen Tag noch. Sehr schön.